Guten Morgen und herzlich willkommen. Vor allem aber auch frohes Osterfest und schöne Feiertage an alle, die hier teilnehmen und natürlich an deren Familie. Wir haben heute ein ja, straffes und aus meiner Sicht interessantes Programm. Freue mich auch, dass der Ingmar heute wieder dabei ist, der auch dann gleich beginnen wird. Wir werden was zu dem Thema ESMA hören, wird vielleicht nicht mal jedem etwas sagen, aber da geht es dann darum, ja, um Regulierungsgeschichten, beziehungsweise darum, das ist ja vielleicht in den letzten Wochen auch, haben es wahrscheinlich viele mitbekommen, dass es darum geht, dass man zum Beispiel bei CFDs den Hebel, dass es da keinen Hebel mehr von 400 gibt, sondern dass man dort den maximal möglichen Hebel reduzieren möchte bei verbrieften Produkten auch. Und da wird der Ingmar dann gleich zum Einstieg etwas sagen. Wir werden auch was zum DAX hören und in meinem Part werde ich dann später darüber sprechen, wie man Stops richtig setzt, worauf es da ankommt. Und da werden wir uns anhand von einem konkreten Beispiel und drei Szenarien oder drei Varianten mal vor Augen führen, dass Willkür immer dazu führt, dass man im Bestfall nichts verdient, das heißt also Nullsummenspiel produziert, und dass ein Stop auch überhaupt nicht willkürlich gehandhabt werden darf, weil ansonsten die mathematische Rechnung gar nicht mehr stimmt am Ende und man so auch gar keinen Gewinnvorteil haben kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil sehr viele glauben, wenn sie irgendwelche Stops da reinsetzen, dass sie dann damit am Ende Geld verdienen können oder glauben, dass sie über ein CRV dann am Ende Geld verdienen können, was natürlich völlig absurd ist. Dem Thema werden wir uns widmen, weil da machen eben ja 95 bis 98% der Leute vieles falsch. Und wir werden uns dieser Geschichte widmen, weil ich glaube, wenn man das nicht verstanden hat, dann hat man überhaupt keine Chance am Markt. Wenn man das verstanden hat, wie es zu laufen hat, ist es natürlich entsprechend Arbeit, beziehungsweise man muss sich vielleicht teilweise fremde Hilfe holen, aber dann kann es auch funktionieren. Aber zunächst einmal möchte ich nochmal den Ingmar begrüßen und ihm auch direkt das Wort erteilen für seinen Part am heutigen Ostersonntag. So, wir warten noch. So, der wird sich wahrscheinlich gerade noch mal einwählen, wenn ich das richtig sehe. Also ganz kurz, um der Sache mit den Stops mal so ein bisschen vorzugreifen. Märkte haben ja immer eine gewisse Schwankungsbreite. Wir werden uns also mit der natürlichen Schwankungsbreite von Märkten befassen und wir werden anhand eines Beispiels, werde ich zeigen, drei Szenarien für eine Trade-Serie, für eine beliebige Serie in einem System, werde ich zeigen, wie das Ergebnis ist für diese Trade-Serie, wenn wir, also es ist willkürlich rausgegriffen, wenn wir ohne Stop arbeiten, was natürlich auf keinen Fall in die Tüte kommt, liegt vor allem daran, dass wir einfach nicht genügend Kapital haben, um ohne Stops zu arbeiten. Wenn man ein Konto hätte von jetzt 10 Millionen oder 20 Millionen und würde mit sehr, sehr kleinen Einsätzen fahren oder arbeiten können, dann würde das tatsächlich sogar funktionieren mit einem Stop, wahrscheinlich sogar besser, deutlich besser als mit einem falschen Stop. Aber da die Kapitaldecke weit weg davon ist, von solchen Levels, ist es natürlich klar, das kommt nie in die Tüte. Aber alleine das verstehen viele nicht, ohne Stop, weil viele Märkte oder die allermeisten Märkte, wenn wir jetzt mal von Aktien absehen, bei Aktien kann man das natürlich nicht machen, aber wenn man jetzt einen großen Futures-Markt tradet, dann ist es schon so, dass der früher oder später wieder an der Stelle vorbeikommt, wo man mal eingestiegen ist. Natürlich kann das in 5 Jahren sein und natürlich sind das Schwankungen zwischenzeitlich aus genau dem Grund, weil die ja riesig sind. Kann man nicht ohne Stop arbeiten. Nicht, wenn man so eine Kapitaldecke hat wie wir und nicht, wenn man dann auch noch schaut, das Kapital sollte attraktiv verzinst sein. Aber wenn es jetzt nur darum geht, was funktioniert, egal wie lange etwas dauert, egal mit welchen Schwankungen es verbunden ist, dann
muss man ganz klar sagen, es würde funktionieren, ohne Stop zu arbeiten. Aber wie gesagt, nur wenn man eine gigantische Kapitaldecke hätte und wenn man gleichzeitig dann auch bereit wäre, mit ganz, ganz moderaten Einsätzen zu arbeiten. Und das ist natürlich völlig absurd. Von daher, das funktioniert nicht. Und ich werde aber zeigen, dann die beiden Szenarien gegenübergestellt, die in Frage kommen. Ein sehr enger Stop, der vielleicht ein attraktives CRV zeigt, und ein normal weit gefasster Stop, bei dem das CRV nicht attraktiv ausschaut. Und anhand dessen werden wir dann sehen, wie fatal es ist, wenn man da Willkür walten lässt. Da also absolute Vorsicht angesagt. Und dieser Thematik werden wir uns widmen nach Ingmars Part. Ich schaue Servus gerade. René, grüß dich. So, jetzt Hi ist in er die da. Runde auch. Ich hoffe, du kannst mich hören. Genau, jetzt funktioniert alles. Also es ist ganz lustig. Bei mir steht hier die ganze Zeit bei Soundcheck rot, also dass ich keine gute Qualität anscheinend habe. Deshalb, aber du sagst, du kannst mich Nee, hören. alles, also die Qualität ist super. Okay, weil ich habe langsam das Gefühl, dass das hier vielleicht von Citrix auch ein Aprilscherz war. Und ich hier einfach nur ein bisschen zur Hektik verleitet wurde. Aber gut, wollen wir es mal so probieren. Genau, also erstmal herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Natürlich frohe Ostern. Freut uns, dass trotzdem so viele Teilnehmer dabei sind. Scheint, dass der ein oder andere auch ein bisschen den Freitag vermisst hat, die Börsenzeit dort und das jetzt nachholen muss. Genauso ist es für uns ja auch. Wir freuen uns, dass wir das auch heute machen können, das Trading Insights Webinar. Und wie gesagt, es macht natürlich auch nur Spaß, wenn natürlich auch dementsprechend genügend Teilnehmer dabei sind. Das ist der Fall und das freut uns natürlich. René hat es eben schon gesagt, wir werden heute mal schauen, was es für Änderungen laut der Europäischen Aufsichtsbehörde gibt. Haben Sie ja wahrscheinlich, wenn Sie im CFD-Bereich unterwegs sind, schon mitbekommen. Die BaFin hatte ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass die Nachschusspflicht für CFDs verboten wird. Also damals war es ja so, dass ein Kunde mehr Geld verlieren konnte, als er auf seinem Konto eingezahlt hatte. Das wurde ja aus Anlegerschutzgründen verboten von der BaFin, beziehungsweise wird verboten. Und die Europäische Aufsichtsbehörde, die ESMA, die ist jetzt sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was die ESMA genau verkündet hat, beziehungsweise was sie entschlossen hat. Nochmal kurz vorab, Sie wissen schon, die jede Woche mit dabei sind. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Gruppe haben, die nennt sich Trading Insights, genauso wie das Webinar. Sollten Sie also Fragen haben nach dem Webinar oder kurz vor dem nächsten Webinar, wo Sie sagen, das würden Sie gerne mal thematisiert haben in einer der nächsten Webinare, dann bitte einfach dort reinschreiben. Oder halt, wir werden direkt bei Facebook dann entsprechend auf die Anfrage antworten oder es halt, wie gesagt, in einer der nächsten Webinare aufnehmen. Wollen wir also mal anschauen, was die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, entschlossen hat. Denn, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es einen relativ umfassenden Eingriff ins Finanzgeschäft. Und die Neuerungen, die allerdings erst in einigen Monaten eintreten sollen, die sehen Sie jetzt hier aufgelistet. Zum einen werden die binären Optionen verboten, was ich sehr begrüße und ich denke auch der René sehr begrüßt. Wir haben es ja in den letzten Webinaren auch noch hier immer wieder gesagt, dass das ein gutes Geschäft ist, allerdings nur auf Seiten der Broker, für den Kunden eigentlich ein sehr, sehr mieses Geschäft. Und ich kenne auch keinen, der mit diesen binären Optionen schon so viel Geld verdient hat, dass er nicht mehr arbeiten muss. Ganz im Gegenteil, die meisten Personen, mit denen ich geredet habe, die es mal ausprobiert haben, haben damit Geld verloren. Auch ich habe mich natürlich am Anfang, als diese binären Optionen aufkamen, direkt damit befasst, habe auch ein Konto eröffnet, habe es mal ein bisschen ausprobiert. Und man merkt relativ schnell, dass das Auszahlungsprofil, gut, das weiß man natürlich schon vorher, aber dass das alleine schon das Auszahlungsprofil nur für den Broker natürlich interessant ist, weil zumindest damals war es so, wo ich mein Konto dort hatte, dass man als Beispiel eine Wette über 100 Euro eingegangen ist, hat man gewonnen, hat man 80 bekommen, hat man verloren, waren die 100 halt weg. Und das ist natürlich ein sensationelles Geschäftsmodell für den Broker, denn auf lange Sicht wird er natürlich damit verdienen. Und das haben wir ja natürlich schon mehrfach hier thematisiert. Und von daher begrüße ich zumindest diesen Verbot sehr, dass das endlich eintritt, denn ich denke auch, dass dort fast alle Teilnehmer nur verloren haben. Dann gibt es weitere Beschränkungen für den CFD-Handel. Sie haben es ja schon mitbekommen, also Positionen dürfen nicht mehr so lange gehalten werden, bis die Margin komplett aufgebraucht ist, sondern sobald ein Verlust von 50% entstanden ist, müssen die Positionen verkauft werden automatisch und es soll in Zukunft auch geringere Hebel geben und diese sind abhängig davon, wie schwankungsanfällig ein Basiswert ist. Bei Hauptwährungspaaren, zum Beispiel im Euro-US-Dollar,
soll dann ein 30-facher Hebel maximal möglich sein. Bei sonstigen Währungspaaren, also kleineren Nebenwährungen, soll das 20-facher Hebel möglich sein. Bei Hauptindizes und Gold ebenfalls 20-facher Hebel. Bei Rohstoffen außer Gold und sonstigen Indizes, also kleinen Nebenindizes, 10-facher Hebel. Einzelaktien, 5er Hebel. Kryptowährungen, maximal 2-facher Hebel. Ich weiß nicht genau, wo Sie vielleicht auch Kryptowährungen handeln. Ich mache ja das auch über einen CFD-Broker und dort ist sogar gar kein Hebel möglich. Dort ist man nur 1 und 1 dabei, was ich auch sehr gut finde. Gerade bei diesen Schwankungen, die man dort vorfindet, wäre es ansonsten schon so der Fall gewesen, dass viele Leute viel mehr Geld noch verloren hätten, als sie es vielleicht eh schon gemacht haben. Von daher begrüße ich gerade diesen Bereich bei Kryptowährungen, diese Entscheidung. Muss insgesamt auch sagen, dass ich denke, dass das ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Ich habe das vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es hier schon mal thematisiert habe, aber in anderen Seminaren und auch mit dem einen oder anderen Emittenten, bei denen ja das noch weiterhin möglich ist, die hohen Hebel, hatte ich auch schon mal die ein oder andere hitzigere Diskussion, weil ich glaube, was heißt glaube, das sieht man auch auf dem nächsten Slide, dass die meisten Teilnehmer, die eben am Markt unterwegs sind, gerade durch die gehebelten Produkte massiv Geld verlieren. Und natürlich ist es immer ein interessantes Geschäft, gerade im CFD-Broker-Bereich, wenn man dort natürlich 100er Hebel anbietet oder noch höher teilweise, da weiß man relativ sicher, dass der Kunde innerhalb von wenigen Wochen, wenn nicht sogar nur Tagen oder Stunden, sein Geld verlieren wird. Also brauche ich mich vielleicht auch nicht unbedingt abzusichern gegen die Position, denn gerade bei solchen Hebeln, das muss ja immer wieder bewusst sein, was man damit bewegt eigentlich im Hintergrund. Muss ja immer bewusst sein, was ich eben für eine doch große Summe dann durch den Hebel bewege. Und dann reichen ja kleine Gegenbewegungen und ich fliege sofort aus meiner Position und habe eigentlich einen Totalverlust. Und wie gesagt, das ist natürlich auch so, dass es im Hebelzertifikatebereich genau das gleiche eigentlich ist. Da gibt es ja auch 100er Hebel und so weiter oder auch 80er, 50er und bei Währungsbereichen, im Währungsbereich sogar teilweise 150, 200er Hebel. Und langfristig ist das natürlich auch kein Geschäftsmodell, auf dem sich irgendwas aufbauen lässt. Das ist genau das, was ich immer versuche auch zu sagen. Ich meine, wie viele Leute kennt man, die durch Hebelprodukte oder CFDs ihr komplettes Konto geschrottet haben? Kennt man relativ viele. Ich zumindest, weil ich natürlich auch viele Kunden habe mit dem René zusammen. Auf der anderen Seite, wie viele Personen kennt man, die mit ETFs ihr komplettes Depot an die Wand gefahren haben? Ich kenne zumindest keinen. Und auch wenn es Leveraged ETFs gibt mit Zweier- oder Dreifachhebel, Dreifach wird ja dann teilweise auch schon kritisch, aber Zweifachhebel, da kann man sagen, gut, das kann man mal einsetzen. Aber in der Regel zeigt das ja zumindest, dass je geringer der Hebel ist, desto länger bleiben die Kunden auch am Markt, verdienen über die Dauer halt auch mal Geld und können natürlich auch dann dementsprechend lange überleben und sind natürlich dann für die Bank eigentlich interessanter auf lange Sicht. Leider habe ich das Gefühl, dass dort sehr kurzfristig oftmals gedacht wird und eher auf den Profit kurzfristig geschaut wird, anstatt zu sagen, lass uns doch gucken, dass der Kunde langfristig Geld verdient, dann wird er auch langfristig mit dabei bleiben. Soll jetzt nicht heißen, dass die Banken wollen, dass sie Geld verlieren. Ganz im Gegenteil. Eine Bank, also ein Emittent, sichert ja ihre Positionen ab. Das heißt, wenn Sie im DAX zum Beispiel long gehen, kauft der Emittent entsprechend DAX Futures. Das heißt, wenn Sie verlieren, verliert auch der Emittent, aber hat natürlich eine Marge in diesem Produkt eingebaut. Und je höher natürlich der Hebel ist, desto höher sind die Finanzierungskosten, die getätigt werden und so weiter und so fort. Deshalb ist das natürlich auch ein interessantes Geschäft, gar keine Frage. Ich glaube, Aber ganz auf kurz lange vielleicht, Sicht. das ist ein interessanter Punkt, glaube ich. Ich habe ja auch gerade mehr im Futures-Bereich natürlich, aber da auch viel Kontakt halt mit Brokern, beziehungsweise halt gerade jetzt mit VIA Self Invest, wo ich ja schon sehr lange handle. Und ich glaube einfach, solche Unternehmen, die werten natürlich auch aus. Und gerade jetzt, wenn man im CFD-Bereich sich anschaut, da sind ja die Konten mittlerweile innerhalb von 2,5 Monaten platt. Ich glaube, dass dort natürlich einfach mit den aktuellen Statistiken gearbeitet wird. Und wenn man natürlich als Broker oder wenn man durchgängig in der Branche sieht, und die ganzen Broker sehen, okay, 95% der Leute sind nach 1, 2 Jahren weg, dann macht man sich wahrscheinlich auch gar nicht die Mühe, beziehungsweise man würde gar nicht das Risiko eingehen zu sagen, okay, woran liegt das denn? Okay, das sind die Hebel aus dem und dem Grund, vielleicht bilden wir die Leute besser aus und dann bleiben mehr da, sondern man nimmt natürlich einfach diese wirklich dramatische Statistik, also da kommen ja diese 95% her, das sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und ich glaube, da gibt es natürlich einfach keine Überzeugung und keinen Glauben daran,
dass Leute wirklich sehr, sehr lange am Markt überleben. Weil ansonsten, ich hatte das auch immer schon mal gesagt, setzt doch die Kommissionen runter und macht das fairer und macht das fairer. Aber da gibt es einfach keine Überzeugung dafür, weil die Statistiken einfach dagegen sprechen. Und man kann natürlich, jetzt wir können hier natürlich locker rumdiskutieren und sagen, okay, das liegt am Hebel, man müsste das und das machen, aber für diese Unternehmen sind ja Wirtschaftsunternehmen. Die schauen einfach in diese dramatische Statistik und es liegt aber natürlich genau an dem, was du auch sagst, an diesen wirklich Überhebelungen, weil das, was ich vorhin sagte, als du noch versucht hast, dich einzuwählen, fast jeder Markt, das kann jeder mal gerne hier im Nachgang machen. Wie gesagt, von Einzelaktien mal abgesehen, aber wenn Sie sich einfach mal irgendeinen Markt nehmen, nehmen Sie sich mal den Reis-Future, nehmen Sie sich mal den Weizen-Future, nehmen Sie sich mal den DAX, den S&P, egal was. Für die letzten 10, 15, 20 Jahre. Die ganzen Märkte kommen fast alle, oder den Rohölpreis, Gold, die kommen fast alle irgendwann wieder an der Stelle vorbei, wo sie mal waren. Also die meisten Märkte laufen eben nicht endlos nach oben. Klar, Aktien ist was anderes, aber das ist genau der Punkt. Und wenn man sich natürlich das anschaut, wir handeln ja zum Beispiel häufig auch mit Hebel von 2,5, 3 bis 4. Selbst wenn ich einen 4er Hebel wähle, und liegt nur mal 10% falsch. Das heißt, ich gehe in den Rohstoff rein, wie bei Gold, wenn ich da bei 300 reingehe, irgendwie im Jahr 2002 und es fällt runter auf, ja, auf 260, dann habe ich 10%, ein bisschen mehr als 10% eingebüßt, 10, 15%. Da bin ich ja mit dem Produkt schon 50, 60% hinten, je nachdem, ja, wie lange ich da drin bin oder wie lange das braucht. Der Preis landet dann aber irgendwann bei 2000 Dollar. Nur diese Schwankungen sind nicht auszuhalten. Deshalb, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deshalb stimme ich dem Ingmar vollkommen zu und übergebe ihm natürlich auch wieder das Wort, dass das ein sehr, sehr guter Schritt ist, dass man hier diese Hebel wirklich mal deckelt, weil es geht im Endeffekt darum, im Trading Schwankungen auszuhalten, Ineffizienzen auszuhalten. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich dann mit einem Hebel von 400 arbeite. René, das ist auch genau exakt das. Und es kommt aber noch dazu, das muss man da immer dazu sagen, der Kunde ist natürlich auch jemand, der das Ganze beeinflussen kann. Ne? Es ist ja jetzt so, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und sagt, man hat was gegen Massentierhaltung als Beispiel und kauft aber nur das billigste Fleisch für 1,20 das Kilo, dann braucht man sich wundern, dass sich an der ganzen Situation nichts ändert. Und genauso übertragen ist es im Endeffekt auch in diesem Bereich. Also weil eben auch die Frage kam, wie ist es bei Hebelzertifikaten? Dort gibt es aktuell keine Beschränkungen. Und da ist es so, ich habe ja selber damals im Emittenten gearbeitet und war da als Produktmanager tätig, habe halt Hebelzertifikate, Optionsscheine, Discount-Optionsscheine, Anlagezertifikate und alles Mögliche emittiert. Und was fällt auf? Es fällt halt auf, dass die Masse der Leute leider in die sehr hochgehebelten Produkte geht. So, das heißt, wenn man natürlich jetzt als Bank sich das Ganze anschaut, beziehungsweise ich als Produktmanager damals, was mache ich? Ich gucke mir jeden Tag die Statistiken an und sage, okay, wo wird was gehandelt? Und dann sieht man als Beispiel im DAX, wird immer, ich sage jetzt mal als Beispiel, der Hebel 50 bis 80 gehandelt. So, dann wäre ich ja jetzt völlig wahnsinnig, wenn ich dann zu meinem Chef gehe und sage, pass mal auf, ich habe folgende Idee, wir sollten den Kunden beschützen, wir machen nur noch Hebel 5. Ich meine, das ist ja sehr lobenswert, nur ist leider das Problem dahinter, dass mein Chef dann sagen wird, warte mal, unsere Umsätze brechen ja total ein, entweder wir stellen das Geschäft ein oder wahrscheinlich ist es eher, wir stellen dich ein. Und zwar nicht ein, sondern eher aus, also wir stellen dich aus. Weil das ist natürlich das Problem, dass die meisten Personen halt auf diese hochgehebelten Zertifikate gehen. Und genauso, vielleicht kann ich das auch noch direkt dazu sagen, ist es auch bei Faktorzertifikaten. Faktorzertifikate sind ja per se nicht gerade unbedingt sehr, sehr gut, weil man auf lange Sicht werden die Produkte alle, oder auf lange Sicht, sehr lange Sicht, werden die Produkte alle gegen Null laufen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Aber das ist nun mal ja, aufgrund der Konstruktion dieser Produkte so. Und es fing an mit einem Faktor von 2. So, dann kam der Faktor 3. Was ist passiert? Das weiß ich aus Emittentenkreisen. Die Personen sind von Faktor 2 auf Faktor 3 gestiegen. So, dann kam Faktor 5, sind alle Umsätze in Faktor 5 gelaufen. Dann kam natürlich der nächste Emittent auf die Idee und hat gesagt, warte mal, wenn 5 jetzt am meisten gehandelt wird, ich versuche ja noch meine Marktanteile zu steigern gegenüber der Konkurrenz. Also biete ich jetzt Hebel oder Faktor 8 an. Dann kam einer mit Faktor 10 und ich weiß gar nicht, wo wir momentan da stehen. Man sieht halt, dass es auch ein bisschen das Problem ist, dass die Personen, die das handeln, die diese Produkte einsetzen, immer auf die höchsten Hebel setzen. So, jetzt kann man sagen, gut, die Kunden sind unerfahren, man muss sie beschützen. Ja, sehe ich auch so, aber das muss eigentlich eine Regulierungsbehörde machen und nicht die Banken selber, weil das wird nicht eintreten, weil immer einer kommen wird, der sagt, ich mache es anders,
ich weiß ja, wo die Umsätze sind, also will ich die Kunden haben. Das ist wie in jedem anderen Geschäft natürlich auch. Deshalb, also gerne auch mal in den Chat schreiben, wie Sie bzw. ihr diese Entscheidung findet, würde mich mal interessieren. Ich persönlich finde es gut, weil ich denke, dass dadurch langfristig auf jeden Fall die Personen eher mal Geld verdienen werden. René hat es ja eben auch gesagt, die Märkte kommen ja immer tendenziell wieder zu gewissen Punkten zurück. Wenn ich aber immer mit so hohen Hebel reingehe, dass ich jedes Mal entweder komplett ausgenockt bin, also mein Totalverlust eingetreten ist, oder aber ständig ausstoppen muss, weil ich überhaupt keine Chance habe, den Markt mal ein bisschen atmen zu lassen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass alle Leute damit Geld verdienen und verlieren. Und das ist eben auch die Begründung der ESMA, die eben gesagt hat, wir wollen besseren Anlegerschutz haben. Denn es gab eine Untersuchung, ich glaube, die Zahlen sind noch höher als hier eigentlich dargestellt, aber es gab eine Untersuchung über mehrere Länder, wo eben festgestellt wurde, dass in 74 bis 89% in Kleinanlegerkonten Verluste entstehen. Und diese betragen durchschnittlich zwischen 1.600 und 29.000 Euro. Und diese Zahl ist ja alarmierend. René sagt ja auch immer, er glaubt eher, dass Richtung 95%. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Auswertung genau stattgefunden hat, aber ich glaube auch, dass wir eigentlich eher mal an der 89% kratzen als an der 74%. Ja, also Wird wir haben ja wahrscheinlich noch natürlich von Broker zu Broker unterscheiden. gerade wo du die Studien erwähnst, wir haben ja auch im Research-Bereich bei uns, haben wir ja drei Studien auch, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern wir haben drei Studien reingestellt, die sich genau damit befassen. Das ist einmal von der französischen Finanzaufsicht, die anderen beiden, eines von irgendeiner Universität, wo die halt untersucht haben, wie sich die Anleger verhalten und wie die Konten sich entwickeln. Also diejenigen, die Zugang zum Research-Bereich haben, können da auch gerne mal reinschauen. Sind keine Studien von uns, sondern ist einfach etwas, was man auch frei im Internet finden würde, wenn man richtig googelt. Aber keine Ahnung, wo man das da finden würde oder was man eingeben muss. Aber wir haben es im Research-Bereich mal bereitgestellt. Ist viel Text auch, aber ist interessant, weil man da tatsächlich halt sieht, was nicht funktioniert. Und also die Zahlen sind, glaube ich, wirklich de facto sogar noch höher als das, was man offiziell sieht. Ja, exakt, René, glaube ich mich auch. Und ja, wir müssen uns halt überraschen lassen. Ich denke, dass es hier für die Anbieter da schon auch ja, sich was überlegen werden, wie sie das vielleicht umgehen können. Ich habe, glaube ich, selber schon bei meinen CFD-Konten, die ich habe, schon Informationen bekommen, dass ich mich irgendwie als Professional anmelden kann. Ich glaube, dann gelten wiederum andere Regeln. Gut, dann lassen wir uns überraschen, was da kommt. Also klar, ich gucke jetzt gerade auch mal nebenbei so ein bisschen im Chat. Dort steht natürlich, jeder ist für sich selber verantwortlich. Ist auch richtig. Jeder weiß tendenziell, was natürlich passiert, jeder unterschreibt das. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube da nicht so ganz dran, dass viele Marktteilnehmer überhaupt verstehen, was sie da machen. Also was überhaupt ein 100er Hebel bedeutet, wenn ich mit 1.000 Euro da reingehe. Ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht klar. Die denken, na gut, ich setze 1.000 Euro ein, was das bedeutet eben, wenn ich einen 100er Hebel einsetze. Ja, dann hebel ich das Ganze eben das Hundertfache. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Ich meine, ich habe ja teilweise auch dann mit, ja, kleineren, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, bei wem, kleineren Banken, sagen wir mal, geredet, wo ich mal Hebelzertifikate vorgestellt habe. Da war denen das ja noch nicht mal klar, weil wie das genau funktioniert, das ganze Geschäft, und was das eigentlich bedeutet, was hinten dran steht. Von daher sage ich mal, muss man, glaube ich, auch den Kleinanleger dann, oder was ist Kleinanleger, uns als Anleger, Trader da ein bisschen schützen. Denn ich vergleiche das mal jetzt mit der Autobahn. Wenn ich jetzt eine Kurve habe auf der Autobahn, wo ich vorher kein Tempolimit hatte und jeder zweite kracht da in die Leitplanke rein, da werde ich ja vielleicht als Staat auch mal sagen, gut, da muss ich eingreifen und werde halt mal das Ganze mal runterschrauben auf 120 oder 100. Und da kann ich jetzt auch sagen, ja, jeder weiß ja, dass das passieren kann in der Kurve. Na gut, trotzdem muss der Staat da eingreifen. Und hier geht es halt auch um sehr viel Geld. Ich meine, viele Leute werden sich dort auch ruinieren oder ruiniert haben mit diesem ganzen Trading-Geschäft. Von daher denke ich, ist es schon sinnvoll, dass man dort auch so vorgehen sollte. Wie gesagt, gerne auch in den Chat mal reinschreiben, würde mich interessieren. Auch vielleicht, ob ihr denkt, es gibt dort oder welche Ideen vielleicht der ein oder andere Broker schon hat, um das zu umgehen. Und klar, ansonsten können wir gerne natürlich auch bei Facebook über das Ganze ein bisschen diskutieren. Würde mich freuen. So, als nächstes wollen wir mal auf den DAX schauen. Ich hatte es dem René noch gesagt, dass ich neben dieser ESMA-Entscheidung noch kurz auf den DAX mal eingehen werde, weil viele Kunden von mir, von meinem Investmentbrief IK Invest ja auch dabei sind. Und ich hatte gerade letzte Woche, bevor dann der DAX doch wieder deutlich angestiegen ist, noch eine Mail rausgeschickt mit einer Info, dass ich im Endeffekt momentan keine Einstiege plane, aber davon ausgehe, dass der DAX in den nächsten Tagen und Wochen nochmal anziehen sollte und dann oben meine grundsätzliche Long-Ausrichtung ändern werde. Also ich bin momentan noch eher auf der Long-Seite unterwegs. Bei mir ist ja immer so, ich setze ja auch auf Seitwärtsmärkte. Das heißt, meine Ausrichtung ist eher seitwärts aufwärts momentan.
im Groben und Ganzen auf den Aktienindex, auf die Aktienindizes bezogen und wollte halt mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich denke, dass wir halt in den nächsten Tagen und Wochen zumindest noch etwas anziehen sollten. Hier sieht man erstmal den klassischen saisonalen Chart von seasonalcharts.de oder com. Und dort kann man eben sehen, dass der April ein sehr, sehr starker Börsenmonat ist. Das ist jetzt mal dieser ganz einfache saisonale Chart, über den der René ja im letzten Webinar länger referiert hatte und auch gezeigt hat, wie er diese Problematik umgeht. Auf seinen RW Seasonal gehen wir dann nachher auch noch ein. Und wir sehen zumindest ja auf den ersten Blick schon mal, dass der April ein sehr starker Börsenmonat ist. Das heißt, wir können rein von der Saisonalität erstmal davon ausgehen, dass wir im April nochmal anziehen sollten an den Märkten. Wenn wir uns dann diese Jahreszyklus der USA anschauen, bezogen auf den DAX, dann sieht man eben hier das aufgeteilt in dieses Election Year, Post-Election, Midterm Election und Pre-Election Year. Und wir können eben sehen, ja, wie die einzelnen Jahre durchschnittlich performt haben. Momentan befinden wir uns in diesem Midterm Year. Und wir sehen, dass dort auch zumindest im ersten beziehungsweise vielleicht noch Anfang zweiten Quartal, das kann man hier grob erstmal nur erkennen, wir noch mit steigenden Kursen rechnen sollten in diesen Midterm Years, bevor es dann zu einer deutlichen Abschwächung kommt an dem Aktienmarkt. Und wenn wir uns jetzt mal die Midterm Years nochmal genauer anschauen, dann sehen wir auch genau das, was wir schon in dem übergeordneten saisonalen Chart gesehen haben, dass der April nochmal, beziehungsweise hier sogar der März und der April, eher mit steigenden Kursen zu rechnen ist, bis, ich sag mal, Mitte, Ende April. Ich würde es jetzt mal so auf den, ja, sagen wir ungefähr auf den 20. April datieren, wo man noch davon ausgehen kann, dass der DAX noch weiter anziehen sollte. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal mit Renés saisonalen Chart anschauen, dann unterstützt das sehr gut. Diese, ich sag mal, einfache Saisonalität wird da sehr gut unterstützt. Denn man sieht auch hier, dass in den April rein nochmal mit einem deutlichen Aufschwung im DAX zu rechnen sein sollte, bevor es dann eher seitwärts läuft und dann nach unten wegzukippen. Das heißt, meine Präferenz ist momentan ganz klar, aufgrund dieses Vorfilters der Saisonalität gehe ich davon aus, dass wir halt in den nächsten 2, 3 Wochen noch mit steigenden Kursen rechnen können, beziehungsweise sollten. Und werde dann, sobald wir Richtung Mitte, Ende April laufen und die Märkte wirklich nochmal angezogen haben, werde ich anfangen, meine Position abzubauen, meine Long-Position. Auch wenn danach tendenziell vielleicht noch erstmal mit einem Seitwärtsmarkt laut Renés Statistik zu rechnen ist. Aber momentan, die Märkte sind sehr, sehr wackelig. Das hat man in den letzten Wochen auch wieder sehr gut mitbekommen. Von daher werde ich im nächsten Aufschwung, der hoffentlich kommt, werde ich meine Position abbauen und werde mich eventuell vermehrt dann auch auf der Short-Seite positionieren. Aber mehr dann dazu per E-Mail. Verschicke ich das natürlich immer an meine Kunden und werde natürlich auch hier in dem Webinar Trading Insights dann entsprechend darauf verweisen. So, René, dann würde ich zu dir übergeben und wünsche noch viel Spaß und dann hören wir uns ja bestimmt zwischendurch jetzt gleich nochmal. Oh. Dann übernehme ich und sage nochmals Hallo in die Runde. Auch zu denjenigen, die dazugekommen sind. Wir oder in meinem Part werden wir uns heute mit dem Thema Stops richtigsetzen befassen. Vielleicht ganz kurz vorher noch der Hinweis auf die Trading-Wochen, die Live-Trading-Wochen, die wir jetzt morgen starten, am 2. April. Auch hier ist es wieder so, wir behalten natürlich unseren Kurs bei. Wer sich an Ostersonntag um 11 Uhr hinsetzt und ein Webinar macht, der handelt natürlich auch ganz normal am Ostermontag. Von daher, Ostermontage sind übrigens in der Vergangenheit bei mir jedenfalls sehr, sehr spektakuläre, nicht immer gute, aber sehr spektakuläre Tage gewesen. Von daher ist es gar nicht mal so absurd, an so einem Tag zu handeln, weil da wirklich teilweise wilde Bewegungen stattgefunden haben, 2011. Vielleicht der ein oder andere auch die Erfahrung gemacht im Silber Future. Das war der Ostermontag, als wir da an die 49,50 herangelaufen sind, zu meinem Leidwesen, denn ich war schon short. Also da werden wir 8 Wochen, eine Woche werden wir pausieren, weil da habe ich ein Seminar. Aber ansonsten 8 Wochen, jeden Tag werde ich live handeln mit meinem Echtgeldkonto, also mit meinem privaten Handelskonto, werde also da auch viel drumherum erzählen. Mal so vielleicht ganz grob für diejenigen, die es interessiert. Also es ist alles gratis, ihr könnt da einfach teilnehmen, könnt euch da einwählen. Und
Haupthandelszeiten, so Pi mal Daumen, sind, wie gesagt, 7 Uhr an Montagen, 7:45 Uhr bis 9 Uhr, 13 Uhr bis 13:10 Uhr, 14 bis 16:30 Uhr, 21:45 Uhr bis 22 Uhr, an Dienstagen 7:45 Uhr bis 8 Uhr, 14 Uhr bis 16:30 Uhr, 21:45 Uhr bis 22 Uhr und so weiter und so fort. Ihr seht es ja hier. Das heißt, also wir haben schon mal so eine grobe Gliederung, wann wird was passieren. Das ist also nicht so ein Handelsstil wie viele vielleicht kennen oder auch selbst kultiviert haben, dass man da irgendwie den ganzen Tag am Rechner sitzen muss und dann irgendwie ad hoc, man ist gerade auf dem Weg zum Klo, auf einmal kreuzt irgendein gleitender Durchschnitt und jetzt kann man doch nicht und muss irgendwie einen Trade aufgeben. Also so ist es nicht, sondern es ist sehr, sehr geordnet. Wir werden dann auch nicht in jeder Woche vielleicht, weil manchmal wird es vielleicht in der Woche auch nicht viel zu besprechen geben, aber wir werden versuchen, dann auch jede Woche so eine Nachbesprechung zu machen von den Trades, einen Blick auf die Equity-Kurven zu richten, weil das, was ich zum Beispiel in meinem Handel mache, worüber wir auch sprechen werden, ist eben sehr viel auch Equity-Trading. Das heißt, ich habe ein sehr starkes Bewusstsein natürlich dafür entwickelt, dass jede Systematik eben nur temporär in einer Gewinnphase ist und dass dann wieder eine Verlustphase kommt oder eine Phase, in der es stagniert. Und was ich versuche, was natürlich nicht immer perfekt gelingt oder was nicht immer gelingt, aber was ich versuche, ist natürlich aus den Gewinnphasen der einen Strategie in die bevorstehenden Gewinnphasen der anderen Strategie hineinzurotieren. Deshalb ist es wichtig, sich da die Equities anzuschauen, zu schauen, welches Umfeld hat die einzelne Strategie gehabt. Das werden wir da in diesen Nachbetrachtungen und diesem Ausblick dann auch machen. Und wir werden zwischen den Trades auch über alles Mögliche reden. Ich werde jetzt, es sind bei mir jetzt 20 Jahre, ich habe, oder über 20 Jahre, ich habe 97, Ende 97 angefangen, Anfang 98, sind jetzt über 20 Jahre, in denen ich an der Börse handle. Davon jetzt knapp 15 Jahre, wo ich das halt in Vollzeit mache und hauptberuflich. Und da werde ich immer mal wieder über eben meine Entwicklung, über die ganzen tollen Sachen, die ich erlebt habe, aber natürlich auch, und das sind die viel wichtigeren Punkte, über die immer wieder aufgetretenen, und meiner Meinung nach wird es bei jedem auch fortwährend bis ans Lebensende so sein, dass man immer wieder Rückschläge erleidet im Trading, dass man immer wieder neue Erfahrungen macht, weil Konstellationen neu sind. Also darauf werde ich eben auch eingehen, um eben nicht dieses Bild zu zeichnen, was in dieser Branche gerne gezeichnet wird. Nur die positiven Dinge zu zeigen, sondern halt auch gerade die Sachen, aus denen man dann wirklich die Lehren zieht. Wir werden darüber sprechen, wie sich die Märkte verändert haben. Es gibt Sachen, die verändern sich über Jahrzehnte gar nicht oder fast gar nicht. Und es gibt Sachen, die verändern sich. Und es ist wichtig, dass man versteht, was verändert sich und was verändert sich nicht. Denn viele bewegen sich in Bereichen und mit Sachen, die sich sehr, sehr stark und sehr, sehr einfach verändern können und wundern sich dann, dass ihre Systeme immer wieder wegkippen. Ich muss aber auch wissen, wenn ich mich an den Sachen orientiere, die sich kaum verändern werden über die Zeit, dass das natürlich auch unangenehme Nebeneffekte hat. Das kann bedeuten, dass ich einfach sehr lange warten muss zwischen den einzelnen Trades, dass ich auch gar nicht so viele Trades bekomme. Also das werden wir alles besprechen. Wir werden auch über genau das, was der Ingmar eben gerade auch angesprochen hat, oder was wir eben gerade auch thematisiert haben, die sehr, sehr flache Lernkurve von Tradern, also die Beratungsresistenz, die hohe Misserfolgsquote werden wir sprechen. Wir werden über Vola-Wechsel sprechen. Also es wird auch um die Trades herum sehr viel geben, was wir besprechen werden. Ich freue mich drauf. Das werden, ich denke, 8 intensive Wochen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach. Es wird ja sehr viel erzählt, teilweise von Leuten, die gar nicht real handeln. Ich kenne sehr viele, die niemals irgendwo Live-Trading gemacht haben. Und ich habe das schon immer gemacht. Natürlich, wenn man live handelt, wenn man überall auch mit echtem Geld handelt, ja, dann ist natürlich auch, sind natürlich auch die Misserfolge sichtbar. Wenn ich das natürlich nicht zeige, kann ich mir das alles im Nachhinein immer so drehen, dass ich da irgendwo nicht gehandelt habe. Also es ist mir einfach wichtig, dem vielen Gerede, was es auch so gibt, einfach Fakten und eben etwas Echtes, was jeder überprüfen kann. Also bei 8 Wochen ist, glaube ich, genügend Zeit, um sich ein Bild zu machen. Ist das Quatsch, was einer macht, oder hat das schon auch Substanz? Wir haben das immer wieder mal gemacht, auch früher, als ich noch bei Termintrader da Projekte betreut habe. Und das ist, glaube ich,
wirklich wichtig. Und ich persönlich habe immer jedem geraten, darauf zu achten, dass die Leute, die ihnen was beibringen wollen oder sollen, dass die auch wirklich real handeln, weil das ist ein riesiger Unterschied, ob ich sage, ja, achtet mal auf Rohöl, da könnte es bald drehen, im Moment steigt es noch, aber bald dreht's. Oder ob jemand sagt, ja, bei 65 bin ich short gegangen und jetzt steht es bei 67, das ist messbar. Das andere ist, ja gut, ich habe ja nur gesagt, bald dreht's, aber bislang ist noch keine Umkehrformation da gewesen. Also das ist ein riesiger Unterschied und man lässt sich da leicht, ja, man lässt sich da leicht trügen davon und deshalb, ich mag diese Live-Geschichten, weil es natürlich auch manchmal schlecht läuft, aber weil es einfach das Geschäft zeigt, wie es wirklich ist. Deshalb, ich freue mich drauf und falls ihr euch nicht angemeldet habt, seid ihr herzlich eingeladen, der ganzen Sache beizuwohnen. Ihr habt dann einen Login-Link, den könnt ihr über die gesamten Wochen nutzen und wir werden natürlich auch dann, ja, ich würde versuchen, auf Fragen einzugehen. Wir werden so Frage Runden dann auch mal machen, die werden wir aber ankündigen, weil ich einfach während des Handelns, das wird wahrscheinlich auch jeder verstehen, der das Ganze professionell macht oder hauptberuflich macht, ich kann natürlich nicht permanent da im Chat jede Frage mitlesen. Ich bemühe mich natürlich, aber wenn ich handle, muss ich mich natürlich aufs Handeln konzentrieren und dann kann es sein, irgendjemand stellt gerade eine Frage, wo es dann halt für mich gerade eine Konzentrationsphase ist. Deshalb, wir werden dann auch angekündigte Phasen machen, wo wir dann wirklich auch Fragen durchsprechen. Also das soll auch nicht zu kurz kommen. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. René, Ja. ganz kurz dazwischen. Ich werde jetzt den Link nochmal in den Chat hier posten, damit jeder Bescheid weiß. Weil ich glaube, dieses go-to-webinar.com, register, bla bla bla, das dauert zu lange, das abzutippen. Von daher, ich poste den jetzt mal kurz hier in den Chat rein und dann kann sich jeder anmelden. Alles klar. Genau. Ja, damit kommen wir zum eigentlichen Thema oder zu meinem heutigen Thema, nämlich Stops richtig setzen. Da möchte ich vorweg schicken, wenn ich jetzt hier darüber spreche, wie setzt man Stops richtig, dann heißt das nicht, was ja vielleicht der ein oder andere dann irgendwie sofort daraus machen könnte. Es heißt nicht, okay, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß, wie Stops gesetzt werden. Stops richtig setzen bedeutet ja nicht, dass ich nie ausgestoppt werde. Das passiert serienweise. Es geht darum, ganz viele traden etwas oder machen Trades, die auf Dauer keinen statistischen Vorteil haben. Das ist so, wie wenn ich im Casino spiele. Wenn ich ins Casino an den Roulette-Tisch gehe, dann muss ich wissen, als derjenige, der da setzt, ich habe auf Dauer keinen Vorteil. So, genauso umgekehrt weiß das Casino, ich habe, also ich als Casino habe einen statistischen Vorteil auf Dauer. Und ganz viele machen Sachen am Markt, die auf Dauer keinen Vorteil haben, die auch teilweise gar nicht statistisch messbar sind. Wenn ich davon spreche, dass wie man Stops richtig setzt, dann bedeutet das, es geht darum, um die Herangehensweise. Ich muss erstmal den Markt sozusagen vermessen. Ich muss wissen, was hat er für eine natürliche Schwankungsbreite? Wie verhält er sich typischerweise? Brechen die Bewegungen ab? Hat er hohe Varianzen in einem bestimmten Szenario, hat er geringe Varianzen? Ich muss also wissen, wie verhält sich der Markt? Richtig setzen bedeutet nicht, dass man immer erfolgreich ist. Im Gegenteil, das kann auch bedeuten, dass phasenweise, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das kann durchaus bedeuten, dass jemand, der die Stops in Anführungszeichen richtig setzt, also methodisch richtig setzt, so dass er auf lange Sicht einen Vorteil hat, auf Sicht von 3, 4, 5, 6 Jahren, wenn er das immer wieder macht. Das kann durchaus sein, dass der 1, 2 Jahre lang viel schlechter performt als jemand, der einfach die Stops so willkürlich setzt, einfach sie würfelt. Warum? Weil das Marktumfeld manchmal einfach, wir hatten das ja gesehen, wir hatten da vor ein paar Wochen, hatte, glaube ich, der Ingmar auch da den Slide mit diesem Wikifolio, was da lange Zeit ganz, ganz stetig lief und auf einmal hat es gemacht, bumm. Und dann hat sich eben der Markt verändert oder hat sich der Marktrhythmus verändert, die Vola zog auf einmal an und dann haben Sachen, die überhaupt keinen Gewinnvorteil auf Dauer haben, nämlich enge Stops und hoher Hebel, die haben dann auf einmal natürlich, sind die völlig in die Grütze gegangen, aber vorher hat das gut funktioniert. Also das kann durchaus bedeuten, dass irgendjemand vielleicht, ich hoffe niemand, der hier teilnimmt, aber dass irgendjemand, der vielleicht auf Dauer überhaupt keine systematische Herangehensweise hat, der hat vielleicht 1, 2 Jahre viel bessere Ergebnisse gehabt als ich. Es geht aber für mich persönlich nicht darum, ich mache es hauptberuflich, für mich geht es nicht darum, und es ist eine Unternehmung, es geht für mich nicht darum,
in dem einen Jahr irgendwie besser zu sein als irgendwer. Für dieses Bessersein kann ich mir sowieso nichts kaufen. Ich kann nicht zum Bäcker gehen und sagen, naja gut, ich habe jetzt in diesem Jahr $1.000 verloren, aber die ganzen anderen haben noch mehr verloren. Bitte geben Sie mir mal drei Brötchen und ein Roggenmischbrot, werde ich nichts dafür kaufen können. Das heißt also, es geht für mich sowieso nicht darum, irgendwie den oder den outzuperformen, sondern es geht für mich darum, Nummer eins, am Markt zu überleben und Nummer zwei, wenn ich das schaffe, und das schaffe ich nur, indem ich eben auch Stops sinnvoll setze, dann eben diesen statistischen Vorteil, den ich im Bündel habe. In einer einzelnen Strategie kann das auch mal irgendwann sein, dass es nicht mehr funktioniert, was man da hat, weil der Markt sich verändert, weil dieser Vorteil auf einmal weg ist, weil der Grund weg ist, warum sich der Markt so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Aber auf lange Sicht Geld zu verdienen, das funktioniert eben über diese Schiene. Deshalb bitte nicht daraus machen, der weiß, wie es geht und hält sich für ultimativ schlau, ist nicht so. Es geht darum, wenn ich den Stop würfle, völlige Willkür. Das ist ein Schuss ins Blaue. Das kann eine Weile gut gehen, aber ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich damit einen Gewinnvorteil habe. Ohne Stops zu arbeiten funktioniert nicht, habe ich vorhin auch gesagt. Es würde nur funktionieren, wenn wir ein riesiges Konto hätten und ganz kleine Einsätze fahren würden. Aber wer macht das schon? Wer handelt mit 20 Millionen? Erstens mal macht das keiner, aber selbst wenn man die hätte, wer sagt denn dann, ja gut, komm, dann nehmen wir einen S&P-Kontrakt und handeln den. Macht man nicht. Völliger Quatsch. Also von daher kommt das schon mal gar nicht in die Tüte. Also ist die Frage, wie setzen wir denn den Stop richtig? Wie kriegen wir das denn einigermaßen raus, was ein sinnvoller Stop ist? Und da gibt es eben fatale Irrglauben. Es gibt so den Irrglauben, und das ist meines Erachtens auch ein bisschen bedenklich, weil das in ganz vielen Büchern auch steht. Achten Sie, oder in ganz vielen Webinaren sagen das einfach auch Trader, achten Sie auf ein günstiges CRV. Erstens mal ist es falsch, weil CRVs verdienen kein Geld. Das ist einfach so. Beim CRV kann ich mich auch ordentlich bescheißen, um es mal so auszudrücken, auch wenn ich mich für diesen Ausdruck entschuldige. Aber es ist ein fataler Irrglaube, und damit suggeriert man den Leuten, die absolut unerfahren sind, suggeriert man denen, okay, du musst dich eigentlich gar nicht mit dem Markt befassen, du musst gar nicht verstehen, warum der Goldpreis jetzt irgendwie steigt oder was Einfluss auf den Goldpreis nimmt. Du musst gar nicht verstehen, warum Aktien phasenweise steigen und phasenweise fallen, sondern du musst einfach nur gucken, dass du ein Gewinnziel würfelst, oder ein Gewinnziel wählst, was dreimal so weit weg ist wie der gewürfelte Stop. Dann kommt einer hin und sagt, okay, dann setze ich doch einen Stop von 10 Punkten und setzt ein Gewinnziel von 30 Punkten. An dem Punkt funktioniert die Sache aber schon mal deshalb nicht mehr, weil jeder Markt eine bestimmte natürliche Schwankungsbreite hat. Das bedeutet, es kann ja sein, dass der Markt ein Rauschen hat, also eine natürliche Schwankungsbreite von zum Beispiel 12 Punkten. Das heißt, der wird also einfach sehr oft 12 Punkte ausgehend von meinem Einstieg, von meinem vielleicht willkürlichen Einstieg oder von auch meinem systematischen Einstieg, wird der 12, 13 Punkte schwanken. Das heißt, ich laufe zu oft in den Stop rein, wird aber auf der anderen Seite vielleicht, weil er eben wie gesagt nur vielleicht 12, 13 Punkte Schwankungsbreite hat, natürliche, wird er zu selten diese 30 Punkte treffen. Also dieses CRV ist ein riesiges Instrument zum Selbstbetrug aus meiner Sicht. Es ist gar nicht böse gemeint. Und wie gesagt, das soll ja nicht heißen, dass es völlig zu vernachlässigen ist. Aber was eben ganz, ganz klar gesagt werden muss, und das ist der Kern meiner Aussage oder soll der Kern meiner Aussage sein. Wenn irgendjemand glaubt, er müsse über die Märkte nichts wissen, müsse einfach nur irgendeinen Stop wählen unter einem Tief und setzt dann sein Gewinnziel beim Dreifachen des Risikos, was er hat. Das wird nicht funktionieren. Das wird vielleicht mal eine Zeit lang funktionieren. Das kann durchaus sein. Aber das wird nicht funktionieren, weil jeder Markt eine gewisse Schwankungsbreite hat. Ich habe das in Seminaren häufig erklärt oder das Bild benutzt, wie es beim Boxen ist. Beim Boxen hat, ich bin kein Boxexperte, aber so viel habe ich mitbekommen, beim Boxen hat natürlich derjenige einen Vorteil, der längere Arme hat, weil ich kann mit dem einen Arm den anderen gut auf Distanz halten, wenn ich den ausstrecke. Und auf der anderen Seite natürlich treffe ich den viel öfter als er mich, weil der wird mich nicht so gut auf Distanz halten können, wenn seine Arme 20 Zentimeter kürzer sind. Und so muss man es hier sich auch vorstellen. Der Markt hat eine gewisse Schwankungsbreite. Und wenn man mal rein logisch rangeht, dann ist es doch vollkommen klar, wenn ich selten ausgestoppt werden möchte, wenn ich nicht oft unsinnig ausgestoppt werden möchte, dann muss ich den Stop außerhalb des natürlichen Schwankungsbereichs haben. Das heißt,
aufs Boxen bezogen. Außerhalb der Armlänge muss mein Stopp liegen. Wenn ich als Gegner von einem Boxer außerhalb seiner Armreichweite stehe, wird er mich nicht treffen. Oder da muss ich mich schon sehr blöd anstellen, dass er mich trifft. Und auf der anderen Seite muss ich gucken, dass mein Gewinnziel, wenn ich ein Gewinnziel setze, eben innerhalb dieses Rauschens liegt. Das heißt, an dem Punkt ist das CRV schon mal allenfalls 1 zu 1. Bei ganz vielen saisonalen Trades, aber auch bei ganz vielen Setups ist es so, dass die theoretischen CRVs, das sind ja nur theoretische Maße, dass die gar nicht mal gut ausschauen. Aber CRVs verdienen kein Geld. Das ist ganz wichtig, dass man da schon mal an der Stelle versteht, so funktioniert es gar nicht, weil dieses Geld, das könnt ihr, dann spendet es besser. Das Geld ist alles weg, wenn ihr einfach irgendwelche Einstiege würfelt, die Stops irgendwie setzt, meinetwegen sogar systematisch, und dann sagt, okay, jetzt das Dreifache davon als Gewinnziel, weil das ist kein Wunschkonzert. Also wenn sich die Märkte sehr, sehr stark und endlos stark bewegen würden, dann würde das funktionieren. Aber es funktioniert nicht, weil die Märkte eben, gerade auch weil sich die Volatilität mal zusammenzieht, ausdehnt, das funktioniert nicht. Man kann sich das auch im Prinzip, man muss ja kein Wissenschaftler sein und man muss auch gar kein Experte sein. Wenn in einem Geschäft, in dem Großbanken, Großinvestmenthäuser Millionen oder vielmehr Milliarden jedes Jahr dafür ausgeben, eine bessere Software zu haben, einen Vorteil rauszuarbeiten, einen Informationsvorsprung rauszuarbeiten. Wenn ich da als kleiner Trader rangehe und sage, ja gut, ich habe in so einem Büchlein gelesen von irgendjemand, von dem ich gar nicht weiß, ob er jemals eine Aktie gekauft hat, ich habe in einem Büchlein gelesen, dass ich einfach nur irgendwo einen Stop setzen muss und das Gewinnziel beim Dreifachen ansetzen sollte. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass Banken wie JP Morgan, Banken wie Goldman Sachs, dass die Milliarden ausgeben würden für ihr Research, für ihre Technik, für ihre ja, für ihre Handelstechnik, für ihre Algos, für ihre Mitarbeiter, wenn es so einfach wäre, dass ich da einfach nur irgendeinen Hannes da hinsetzen muss und irgendwo einen Stop setzt und ein Gewinnziel, was dreimal so weit ist und schon verdient man Geld. Da wären die doch bescheuert, wenn sie so viel Geld ausgeben würden. Also da sagt uns schon der gesunde Menschenverstand, so kann es schon mal nicht funktionieren. Und so funktioniert es halt auch nicht. Deshalb, wichtig ist, dass man versteht, der Sinn eines Stops ist, den Gewinnvorteil zu schützen. Gewinnvorteil kann sein, ein saisonaler Trade, weil ein Markt, wir haben das jetzt zum Beispiel bei Gasolin auch besprochen, mal vor kurzem, warum der Benzinpreis eben im Frühjahr auf den Sommer hingehend naturgemäß ansteigt. Wenn ich also so einen Effekt habe oder wie bei Platin, wie wir diesen Effekt um den Jahreswechsel herum haben, das ist fundamental begründet. Es gibt einen starken Effekt und eine starke Neigung dazu, dass der Markt sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und dann muss ich gucken, dass ich so selten wie möglich ausgestoppt werde, weil es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass das passiert. Also der Sinn ist, einen Gewinnvorteil zu schützen und nicht möglichst oft ausgestoppt zu werden. Und wir werden uns das gleich anschauen. Wie komme ich zu einem richtigen Stop oder wie funktioniert das, dass ich da hinkomme? Es funktioniert nur über Statistik. Das heißt, entweder ich setze mich hin und werte alles manuell aus. Das ist natürlich eine riesige Arbeit. Da müsste ich bei einem Daytrading-Setup 7 bis 10 Jahre zurückgehen. Wenn es Swing-Trades sind, muss ich 20, 30, 40 Jahre zurückgehen, aus meiner Sicht. Heißt also, ich muss es backtesten. Und beim Backtesting kommt dann zum Beispiel so eine Kurve raus. Das sieht ein bisschen abstrakt aus, deshalb erkläre ich es. Jeder Balken hier, jeder gelbe Balken, wir gehen jetzt von rechts nach links, das ist bei dieser Software so. Jeder Balken entspricht dem Profit, den ich mache, wenn ich einen bestimmten Stop in Abstand von Punkten zum Beispiel nehme. Also wenn ich einen Stop von einem Punkt nehme, kommt das hier raus. Wenn ich einen Stop von 2 Punkten nehme, kommt das raus und so weiter und so fort. Man verschiebt also quasi testweise immer wieder den Stop und sagt, okay, ja, mit einem Punkt als Stop ist ein bisschen eng. 2 Punkte. Was kommt dann raus? Dann kommt wieder ein bisschen was dazu. Was verdient man mit den Trades oder wie laufen die Trades? Wie sind die Ergebnisse bei den Trades, wo ich einen Punkt als Stop gehabt hätte, beziehungsweise wo wird man mit einem Punkt ausgestoppt, wo wird man mit 2 Punkten ausgestoppt und so weiter und so fort. Und dann kommt da so eine Kurve raus, wie diese magentafarbene Linie, die steigt bis zu einem bestimmten Punkt an. Gerade bei kurzfristigen oder zeitlich abgegrenzten Setups werde ich immer einen sehr sinnvollen Stop finden, weil
wenn es zeitlich begrenzt ist, also auch die Haltedauer, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Daytrading immer zum Handelsende, schließe ich meine Position, dann ist ja die Zeit auch, die ein Trade für mich laufen kann, aber auch die Zeit, die er gegen mich laufen kann, definitiv begrenzt. Was anderes, und das ist sehr, sehr schwierig, wäre jetzt, wenn man einen Backtest macht, wie funktioniert es, wenn ich irgendwie eine Aktie kaufe, wie lange soll ich die denn halten? Weil da wird wahrscheinlich rauskommen, naja, halt sie einfach ohne Stop 100 Jahre lang. Das ist schwierig. Also wenn da kein Zeitfenster ist, wo man sagt, ja, okay, das ist ein Ansatz, da bin ich spätestens nach einem Jahr raus oder so, dann ist es schwierig. Aber bei allem, was zeitlich begrenzt ist, also saisonale Trades, Intraday-Trades, zyklische Trades, irgendwelche Schwünge, wo man eben auf einem klar abgegrenzten Zeitraum unterwegs ist, da kriege ich immer gute Stops raus über diese Schiene. Ich werte aus, wie verändert sich das Ergebnis, wenn ich den Stop um einen Punkt oder um eine Einheit weiter verschiebe. Und irgendwann, das werden viele vielleicht aus ihrem BWL-Studium oder aus ihrem VWL-Studium noch kennen, wenn man Produktionskosten oder wenn man da eine Effizienz errechnet. Also bis wohin rechnet es sich, eine Einheit mehr Input reinzustecken und mehr Output zu bekommen. Irgendwann ist dann eine Sättigungsgrenze erreicht, irgendwann hat man ein Maximum und das ist dann das Produktionsoptimum. Und so ist es hier auch. Ich bekomme also definitiv irgendwann ein Niveau, wo man sagen kann, okay, es macht keinen Sinn, den Stop weiter zu verschieben. Und das ist jetzt in dem Fall hier zum Beispiel, sieht man, dass die Kurve irgendwann hier abflacht. Das heißt, es ist jetzt hier, kann man ganz schlecht lesen, diese Zahlen. Hier ist zum Beispiel ein Stop von 10 Punkten, wäre jetzt hier für diese Geschichte, wäre hier sinnvoll. Völlig egal, was das für ein System ist, was dahinter steht. Es geht jetzt nur darum, wie komme ich denn dahin? Das heißt, ich muss durchtesten, wie verhält sich der Markt, wie weit muss ich denn den Stop verschieben, damit ich nicht blöd rausgehauen werde und damit ich den Gewinnvorteil, diesen Effekt, diesen Basiseffekt, den ich nutzen möchte, damit ich den ausnutzen kann. Eine andere Darstellung, wo man das auch sieht, hier mal für ein anderes System. Da ist es so, und das soll ganz, das ist ein bisschen abstraktes Bild wahrscheinlich. Hier haben wir auf der linken Achse haben wir die Kerzen oder die Range, also wie viele Kerzen, wie viele 15 Minuten Kerzen muss ich nehmen als Range für den Ausbruch? Das ist auch nicht willkürlich. Und mit welchem Stop arbeitet man dort? Und dann sieht man, dass es hier höhere Balken gibt und niedrigere Balken. Man sieht, dass es Gruppen von Balken gibt und dass es einzelne Balken wie diesen dicken blauen hier gibt, wo aber rundherum es sehr, sehr steil abfällt. Wenn ich so etwas sehe zum Beispiel, weiß ich, das ist eine zufällige Häufung. Also die meisten werden jetzt sagen, ah, nimm doch diese Variante. Also das wäre jetzt die Kombination hier, wenn ich es richtig sehe, 6 Kerzen als Ausbruchsniveau und $700 als Stop. Würde ich nicht nehmen. Es ist das beste Ergebnis für den Backtest, aber rundherum fällt es in alle Richtungen ab. Das bedeutet, es ist jetzt sehr abstrakt. Es soll sich keiner jetzt irgendwie Gedanken machen, wenn er es nicht sofort versteht. Es ist halt eine statistische Geschichte. Wenn man jetzt, ich habe auch in Mathe, hab Mathe früh abgewählt, da muss man sich dann erstmal reindenken, weil es ein bisschen abstrakt ist. Was wir brauchen, ist etwas, was wenig anfällig ist dafür, also beim Stop auch, was wenig anfällig dafür ist, dass der Markt sich ein bisschen verändert. Und das hier wäre sehr anfällig. Wenn rundherum alle Balken, also alle Varianten, das ist ja eine Kombination, 6 Kerzen als Ausbruchsrange und $700 als Stop. So, das andere wäre jetzt, was weiß ich, man nimmt 7 Kerzen als Ausbruchsrange und $900 als Stop und so weiter. Also das sind ja verschiedene Szenarien und dann sehe ich, was kommt als Ergebnis raus. Das kann man ja alles durchspielen. Und wenn das so steil abfällt, dann bedeutet das einfach rundherum um diese Kombination ist keine Kombination, keine nahegelegene Kombination vorhanden, die ein ähnliches Ergebnis bringt. Und wenn das so ist, weiß ich, das ist eine zufällige Häufung. Das heißt, ich suche hier nach einem stabilen Bereich, wo wir so eine Art Plateau haben, wo sehr viele ähnlich gute Ergebnisse kommen rundherum. Aber ihr seht schon, und das ist das, was ich damit eigentlich zeigen will. Es geht jetzt nicht darum, das würde den Rahmen hier sprengen. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr verstehen müsst, was sind die einzelnen Schritte. Aber es geht darum, wenn man jetzt glaubt, man würfelt irgendwie einen Stop. Das hier ist die Art und Weise, wie wir bei der Systementwicklung, wie er bedeutet, der Klaus Müller, das ist der Programmierer, der das für mich macht, und ich, wie wir vorgehen. Also da seht ihr, das ist natürlich weit weg von, ja, ich würfel mal, das sieht ganz gut aus, ich mache mal irgendwas und da unten ist ein Tief, ich setze mal den Stop dahin. Weil um diese Tiefs und Hochs, die da irgendwo lagen, da scheren sich die großen Adressen
gelinde gesagt einen feuchten Dreck. Jeder Markt hat eine gewisse Schwankungsbreite, auch eine gewisse Zufallskomponente. Und ich muss gucken, dass diese Zufallskomponente mich nicht aus den Positionen raushaut. Und was ich damit einfach zeigen will, einen Stop rauszufinden, ist eine sehr viel komplexere Angelegenheit und mit sehr viel mehr ja, Einsatz von Technik, von Statistik, ob sie jetzt manuell gemacht ist oder ob sie jetzt durch den Computer gemacht ist. Aber es ist sehr, sehr viel komplexer, und es braucht sehr viel mehr als das, was die meisten machen. Gar nicht als Kritik an allen, sondern als Denkanregung. Wenn man für sich vielleicht merkt, okay, man wird einfach sehr oft ausgestoppt in einem Szenario, was man handeln möchte oder was man handelt, dann liegt es daran, dass man den Stop noch nicht optimiert hat. Und das ist auch schwierig, weil ohne eine statistische Auswertung weiß ich nicht, was die Schwankungsbreite ist. Es fängt schon mal damit an, und deshalb ist das ATR ist zum Beispiel für jemanden, der jetzt keine Backtests macht, ist ATR, also die Average True Range, ist ein ganz sinnvolles Maß, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist schon eine ganz sinnvolle Möglichkeit, mal so ungefähr auszuloten, wie weit man sich denn von seinem Einstieg fernhalten soll. Eine andere Möglichkeit ist einfach mal für jeden Markt auch zu wissen, was ist so die natürliche Schwankungsbreite. Also für den S&P sind es zum Beispiel so 13, 14 Punkte. Und hier diese Equity, die ihr hier seht, ist ein System, ein Breakout-System, was ich handle, was wir auch in der Million-Dollar-Challenge jetzt dazugenommen haben in den letzten Wochen oder seit ein paar Wochen dazugenommen haben. Und im S&P ist es so, das ist nur mal ein Beispiel. Das heißt nicht, dass man das überall so machen muss oder in jedem Setup das so sein muss. Aber damit ihr mal das ungefähr einordnen könnt. Natürliche Schwankungsbereich, das heißt die durchschnittliche Tagesschwankung, hoch zu tief, die Distanz. Die durchschnittliche Tagesschwankung im S&P sind so 13 bis 14 Punkte bei einer sehr langfristigen Betrachtung. Also wenn man 20, 30 Jahre zurückgeht, hat man so 13 bis 14 Punkte durchschnittliche Schwankungsbreite. Und der Stop dieses Systems ist bei 26 Punkten. Als grobe Orientierungshilfe, aber wie gesagt, nur als Orientierungshilfe, ich würde jedem raten, das wirklich intensiv zu untersuchen oder eben wirklich Systeme zu nehmen, von denen man weiß, okay, die sind schon im Einsatz. Da wurde schon der Stop untersucht und auch der Ausstiegsmodus. Aber so als Pi mal Daumen ist es mir schon häufig aufgefallen, dass so das Doppelte der durchschnittlichen Schwankungsbreite ganz gesund ist. Das anderthalbfache bis Doppelte der durchschnittlichen Schwankungsbreite ist ein oftmals ganz gutes Maß für den Stop. Aber wie gesagt, jeder Markt ist anders und ich rate davon ab, einfach jetzt zu sagen, ja gut, dann spare ich mir das irgendwie, da irgendwo in die USA zu Seminaren zu reisen oder hier da eine Ausbildung zu buchen. Der hat gesagt, das Doppelte und es kommt ja ganz gut hin. Es kommt eben nicht immer hin. Also man muss es wirklich von Markt zu Markt, von Setup zu Setup unterscheiden. Und wenn man das nicht macht, kann da eine komplett andere kann die Rechnung auf einmal dann nicht mehr stimmen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Ein Element zum Beispiel, was wir in unserer Statistik, das werden wir auch in den Live-Wochen jetzt, dann werden wir das thematisieren. Wir sehen hier eine Gewinn- und Verlustverteilung eines Systems auf den S&P oder genau dieses Systems auf den S&P. Und da sieht man eben, die grünen Balken sind abgeschlossene Gewinner-Trades. Wie weit liefen die in Punkten? In S&P-Punkten, und die roten Balken sind Verlierer-Trades. Erstens mal, man sieht, dass Gewinner und Verlierer oder große Gewinner und große Verlierer häufig recht nah beieinander liegen. Da, wo die Balken hier groß sind, sind sie auch hier groß. Was logisch ist, weil das aus der Vola herauskommt. Wenn der Markt stark schwankt, kann ich viel verdienen. Ich werde aber auch bei einzelnen Trades viel verlieren. Wenn er wenig schwankt, kann ich nicht viel verdienen, weil er nicht viele Punkte zurücklegt. Ich werde aber auch nicht viel verlieren, weil er nicht viele Punkte gegen mich zurücklegt. Was aber wichtig ist, man sieht ja hier zum Beispiel schon, jetzt für dieses Setup, dass ganz, ganz wenige Trades mehr als 20 Punkte gegen einlaufen. Und dass es aber natürlich schon auch Trades gibt, bei denen es, wenn man keinen Stop setzen würde, das hier ist ohne Stop. Das ist jetzt nicht der Stop drin, weil der liegt ja bei 26 Punkten für das System, sondern das ist die Statistik, wie weit liefe es gegen mich bis zum Handelsende, wenn ich keinen Stop drin hätte. Das ist wichtig, um auszuloten, wo ist denn ein Stop sinnvoll? Und da sieht man eben, es kommt selten vor, dass ein Markt oder dass dieser Markt 20 Punkte und mehr gegen einläuft. Das ist schon mal gut. Das heißt, irgendwo so bei 20 Punkten ist wahrscheinlich schon ein sinnvoller Stop. Das sehe ich schon anhand von so einer Statistik, kann ich das schon ungefähr ausloten. Und dann gibt es natürlich ein paar Ausreißer, wo es dann einfach überhaupt nicht aufgeht, wo es dann 40, teilweise auch fast 60 Punkte gegen einliefe. Und man kommt dann hier, wie gesagt, bei diesem System auf 26 Punkte, wenn man das optimiert. Damit ist ausgeschlossen, dass man
haufenweise dumm rausgekegelt wird. Wenn ich jetzt hier aber hergehen würde und sagen würde, okay, naja, lass uns doch einen Stop von 10 Punkten setzen, das klingt ganz sympathisch, dann würde ich bei ganz vielen Trades, ganz viele Trades laufen so 8, 10, 15 Punkte auch zwischenzeitlich mal gegen ein und dann ziehen sie an. Wir hatten auch selbst einen Trade neulich, bei dem waren wir auch zwischenzeitlich, glaube ich, 15 Punkte hinten oder 13 Punkte hinten und haben dann am Ende 50 Punkte verdient. Hätte ich dann einen Stop gehabt, der zu eng ist, dann wäre ich blöd rausgeflogen und hätte diese Entwicklung gar nicht mitgenommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich, da laufen ganz viele Trades, wo man auch ausgestoppt wird und so weiter. Aber das ist einfach sehr wichtig, dass man dort versteht, es geht darum, eben nicht oft ausgestoppt zu werden. Und da habe ich hier mal ein Slide reingenommen. Da ist jetzt nochmal Konzentration gefragt gegen Ende unseres Webinars. Also, Spalte 1, wir sind hier, wo ich jetzt mit der Maus drüber fahre. Da steht Buchverlust. Es geht jetzt darum, wir haben jetzt hier die Buchverluste für eine Serie von Trades von einem System. Welches System das ist, völlig egal. Es ist ein S&P-System und das ist eine willkürlich rausgegriffene Reihe von Trades, also eine Serie von Trades. Und hier sind die Buchverluste. Also wie weit war ich zwischenzeitlich innerhalb dieses laufenden Trades, wie weit war ich zwischenzeitlich im Minus? Denn das Schlimmste, was es ja geben kann, oder das Fatalste innerhalb eines Trades, ist ja, wenn ich einen zu engen Stop gesetzt habe, zum Beispiel, dass ich blöd rausfliege, dass ich zum Beispiel einen Stop von 10 Punkten habe und dann bin ich zwischenzeitlich mal 11 Punkte im Minus, bei dem nächsten Trade 13 Punkte im Minus, beide landen im Plus, ich bin aber ausgestoppt bei minus 10. Das wäre ja fatal. Deshalb ist es wichtig zu schauen, wie weit war der zwischenzeitliche Buchverlust und wo landete das am Ende, damit ich weiß, wie weit muss ich mich mit dem Stop weghalten. Deshalb also diese Spalte hier thematisiert nur die Buchverluste. Und in der zweiten Spalte, End of Day, Profit and Loss, sehen wir, wo landete das am Ende des Tages. Das heißt, wenn ich die Position gehalten habe, unabhängig, ohne Stop, unabhängig vom Stop, wo landete das? Landete ich extrem weit im Minus oder landete ich im Plus? Wie weit? Das heißt also, wir sehen hier zum Beispiel für den ersten Trade, minus 3 Punkte war der Buchverlust. Ich hatte zwischenzeitlich 3 Punkte, ist der Markt gegen mich gelaufen. Am Ende des Tages, wenn ich ohne Stop gearbeitet hätte und einfach nur zum Handelsende ausgestiegen wäre, wären es 13 Punkte Gewinn gewesen. Beim zweiten Trade minus 11 Punkte Buchverlust, am Ende des Tages 4 Punkte Gewinn. Hier in diesem Szenario zum Beispiel, hier unten, drittletzter Trade, minus 40 Punkte Buchverlust und am Ende des Tages waren es minus 38 Punkte. Das heißt, der Trade kam nicht mehr zurück. Da wäre natürlich ein 10-Punkte-Stop toll gewesen, weil dann hätte man sich auch die weiteren Verluste erspart. Und die Kunst ist jetzt herauszufinden, okay, was ist das Beste? Und wir haben jetzt hier drei Varianten, die wir gegenüberstellen. Spalte 3 ist die Variante ohne Stop. Wenn ich ohne Stop arbeite, kommt eben dieses End of Day Profit and Loss Ergebnis raus, was wir hier sehen. Da sehen wir hier die Equity, da kommen am Ende 56 Punkte raus. Also das ist die Equity, das heißt, aufsummiert dieses Ergebnis plus diesen Trade oder diese 4 Punkte ergibt die 17 Punkte plus 10, 27, das ist die Equity. Wir könnten da jetzt eine Equity-Kurve draus bauen. Entscheidend ist nicht, sind nicht diese einzelnen Werte, sondern hier unten diese grün markierten Felder, die zeigen jeweils, was am Ende rauskommt. Bei der Variante ohne Stop kommt für diese Trade-Serie mit diesen Buchverlusten und ohne Stop, wie gesagt, nur mit Ausstieg zum Handelsende kommen 56 Punkte raus. 56 Punkte hätte ich gewonnen, wenn ich bei dieser Trade-Serie, die hier aufgelistet ist, mit diesen Buchverlusten und ohne dass ich einen Stop verwende, hätte ich 56 Punkte bei diesen, keine Ahnung, 20 Trades ungefähr verdient. So, jetzt die Variante mit einem Stop von 20 Punkten. Im S&P 20 Punkte sind 1000 Dollar. Ist nicht gerade wenig. Werden viele vielleicht so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen haben und werden sagen, okay, ist aber nicht so doll. Aber das Entscheidende ist eben, wir sehen ja hier die tatsächlichen Buchverluste, die es gegeben hat zwischenzeitlich. Und während ich natürlich, also wir werden es gleich noch sehen, mit einer Variante, mit einem engeren Stop, sehr viel öfter in den Stop laufe, habe ich hier, wenn ich 20 Punkte als Stop nehme, fliege ich hier ein Punkt schlechter raus, als es am Ende abgeschlossen hätte bei Trade 5. Das ist hier der mit den minus 21. Da mache ich am Ende des Tages minus 20 Punkte statt minus 21. Stelle ich mich also nicht schlechter. Bei den ganzen anderen Varianten oder bei den ganzen anderen Trades kommen die Gewinner-Trades auch alle durch. Und wir haben hier einmal die Situation, wo wir uns zum Beispiel schlechter stellen. Das habe ich hier gelb markiert.
Minus 25 Punkte Buchverlust. Am Ende des Tages wären es nur minus 10 Punkte gewesen. Da wäre ich ohne Stop besser gefahren. Habe ich mich so, also habe ich eben minus 20 Punkte realisiert statt minus 10 Punkte, weil ich den Stop eben da hatte und wir zwischenzeitlich einfach über diesen Stop quasi hinausgelaufen sind. Und hier habe ich diese, bei dem drittletzten Trade hat man zwischenzeitlich minus 40 Punkte Buchverlust. Am Ende des Tages läge man bei minus 38 und dadurch, dass wir den Stop verwenden von 20 Punkten, sind wir schon nach minus 20 Punkten raus. Also man sieht hier, mit dieser Stop-Variante von 20 Punkten bleiben am Ende, bleibt ein besseres Ergebnis als ohne Stop über, nämlich 65 Punkte. Und jetzt hier hinten die Variante, die wahrscheinlich für viele am sympathischsten ist. Man sagt, boah, 20 Punkte ist so weit weg. Ich nehme mal lieber eine Variante mit 8 Punkten. Das ist doch 8 Punkte, ist nicht so viel. Das sind $400 als Risiko. Das ist doch, da ist doch das Risiko geringer. Viele denken ja in diesen, denken ja, dass wenn sie wenig Dollar riskieren, dass dann das Risiko geringer ist. Wenn ich aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit exponentiell in die Höhe treibe, dass ich ausgestoppt werde, das Extrembeispiel, was ich immer bringe, ist, setz doch einen Stop von einem Punkt im DAX, dann wirst du immer ausgestoppt werden. Dann hast du eigentlich immer ein tolles CRV, wenn du ein Ziel von 100 Punkten setzt, hast ein CRV, was gigantisch ist, hast immer ein geringes Risiko, nämlich 25 Euro pro Trade. Damit wird man sich aber ruinieren, weil es gar nicht funktionieren kann. Das wäre das Extrembeispiel. Und hier ist es nicht ganz so extrem, aber man sieht es trotzdem natürlich. Diese gelben, gelb hinterlegten Felder zeigen die Trades, bei denen ich mich schlechter stelle, gegenüber der Variante, bei der man überhaupt keinen Stop setzt. Und natürlich auch gegenüber der Variante, dass man einen 20-Punkte-Stop setzt. Hier 11 Punkte Buchverlust. Das heißt, wenn ich bei 8 Punkten den Stop habe, fliege ich bei 8 Punkten minus raus. Am Ende hätte ich hier deutlich besser abgeschnitten, nämlich 12 Punkte besser mit 4 Punkten Gewinn. Dritter Trade, minus 13 Punkte Buchverlust, landet am Ende bei 10 Punkten Gewinn. Ich bin schon bei minus 8 Punkten raus. Das heißt, es ist ein Verlust, obwohl es am Ende ein Gewinn geworden wäre. Minus 18 Punkte landet bei minus 16. Da stelle ich mich in dem Fall hier besser. Minus 21 Punkte ist auch dann besser, dass ich dort ausgestoppt werde. Hier diese ganzen Dinger, diese Trades sind alle in Ordnung. Da lande ich dann, weil es wenig gegen mich schwankt, lande ich dann auch bei den Profiten, die ich am Ende haben würde. Aber hier haben wir wieder minus 9 Punkte Buchverlust. Am Ende wären es nur minus 2 gewesen. Ich stelle mich schlechter. Minus 12 Punkte Buchverlust landet bei plus 23. Ich bin bei minus 8 raus. Und genau das ist das Problem. Und wenn ihr euch dann das Ergebnis hier anschaut, dadurch, dass man so oft, zwar mit einem geringen Verlust, nämlich nur 8 Punkte statt 20, aber ich werde ja viel, viel öfter in diesen Stop laufen. Hier in der Variante mit den 20 Punkten habe ich zweimal einen Ausstopper, wenn ich es richtig sehe. Ja, dreimal einen Ausstopper. Ich habe drei Ausstopper hier. Und hier in dieser Variante mit den 8 Punkten habe ich viel, viel mehr Ausstopper. Ich mache mir Trades kaputt, die eigentlich noch in den Gewinn laufen würden oder die viel von dem Verlust wieder aufholen würden, durch einen zu engen Stop. Und hier sieht man, wie drastisch das ist. Das ist jetzt natürlich eine willkürlich rausgegriffene Serie, aber das ist sehr, sehr repräsentativ. Das heißt, ohne Stop ist natürlich nicht darstellbar, weil, wie gesagt, unsere Kontodecke ist zu dünn. Das wäre Harakiri, das wäre Wahnsinn. Sollte man nicht machen. Aber es ist drastisch besser, als wenn ich den falschen Stop setze. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Also, um Gottes Willen, setzt immer einen Stop, aber setzt ihn nicht willkürlich. Er muss ein statistisch sinnvolles Maß haben. Und man sieht hier, wie drastisch schlechter dieses Ergebnis ist. 16 Punkte bei so einer Trade-Serie, das ist fast nichts. Da kommt jetzt noch ein Trade dazu und dann sind wir bei null. Also das ist auch das, was ich häufig gesehen habe, wenn Trader oder als ich es noch gemacht habe, wenn man seinen Stop willkürlich setzt und ihn einfach irgendwo so da reinsetzt. Oder auch wenn man willkürlich aussteigt. Diese ganze Rechnung stimmt nicht mehr. Es ist fatal, wenn ich mir die Gewinner-Trades zu früh kappe. Haben wir auch schon drüber gesprochen hier. Und ist auch ein großes Thema in der Ausbildung. Wenn ich mir die Gewinner-Trades zu früh kappe, das sind diejenigen, die den Unterschied ausmachen. Hier bei dieser Equity zum Beispiel. Das sind ganz, ganz wenige Trades. Wenn man sich hier mal anschaut, da gibt es längere Seitwärtsphasen. Die habe ich hier auch mal festgehalten, 80 Trades, 53 Trades, wieder 80 Trades, 120, 88 Trades, wo es einfach sehr, sehr flach läuft. Und hier diese Phase zum Beispiel, die packt direkt mal $20.000 drauf. Das sind, glaube ich, nicht mal 10 Trades. Also ganz hier links bei Trade, ja, 80 ungefähr, Trade 80 bis Trade 90. Das packt mit ganz, ganz wenigen Trades viel drauf, aber nur, weil ich eben zulasse, das sind diese Trades hier.
weil ich zulasse, dass einzelne Trades richtig groß werden. Und um das herzustellen, darf ich eben genau das nicht machen, was hier passiert in dieser dritten Variante, dass ich schon bei der kleinsten Schwankung gegen mich sage, oh, jetzt aber schnell raus, weil Märkte haben natürlich einen Schwankungsbereich. Ich muss ein bisschen Toleranz walten lassen. Wenn ich aber zu viel walten lassen würde, das ist auch eine wichtige Botschaft. Deshalb ohne Stop ist keine Option. Wenn ich zu viel Toleranz walten lassen würde, dann könnte es ja am Ende sein. Jeder bei diesem System zum Beispiel auch, da hat ja jeder Trade einen Erwartungswert von, was weiß ich, $150 zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel an. Das wären 3 Punkte. Ich kann jetzt also nicht hergehen und sagen, ja gut, wenn der sagt, enge Stops sind fatal, dann setze ich einfach gar keinen. Erstens, die Kapitaldecke reicht nicht aus. Selbst wenn sie ausreichen würde, würde es nicht bedeuten, dass ich damit Geld verdiene. Warum? Weil es könnte ja sein, es gibt den ultimativen Crash, so wie 87. Und ich verdiene 3 Punkte im Durchschnitt mit den anderen Trades, weil da natürlich auch Verlierer dabei sind und so weiter. Ich verdiene 3 Punkte mit den Trades. Und jetzt kommt aber ein Trade, bei dem ich 200 Punkte verliere auf einen Schlag. Und wenn das so wäre, stimmt diese ganze Rechnung geht nicht mehr auf. Also es muss einfach irgendwo einen Punkt geben, an dem ich wirklich sage, okay, das Szenario geht nicht mehr auf, es läuft volle Kanne gegen mich, jetzt raus, das Maß ist voll. Deshalb weder das eine Extrem noch das andere Extrem ist sinnvoll. Zu enger Stops, falsch, man wird nichts verdienen. Gar keine Stops, völlig fatal. Da kann man überhaupt kein Risiko berechnen. Man schwebt die ganze Zeit am Abgrund oder man wandelt am Abgrund, ist also auch keine Option. Und das ist, wie gesagt, eine willkürlich rausgegriffene Trade-Serie, aber die sehr, sehr repräsentativ ist. So ist das tatsächlich. Also ich habe bei ganz vielen guten Systemen tatsächlich auch für eine lange Historie kommt raus, dass man ohne Stop ein sehr ähnliches Ergebnis erzielen würde wie mit einem sinnvollen Stop. Aber ich würde immer den Stop reinsetzen. Und ich werde immer den Stop reinsetzen, weil ich das andere nicht kontrollieren kann. Ich kann es nicht kontrollieren, wie viel ich verliere und bin damit quasi immer am Rande des Ruins. Und das darf nicht passieren. Deshalb immer mit Stop. Aber es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht. Das Fatale, viele denken ja, und das ist die Botschaft, deshalb nochmal darauf zurückzukommen, es steht in ganz vielen Büchern, es wird in ganz vielen Webinaren, in Seminaren erzählt, auf Messen. Denken Sie immer an Ihren Stop, setzen Sie einen Stop rein und dann denken die Leute, okay, ich muss einfach nur irgendeinen Stop setzen, dann wird schon nichts passieren. Das ist falsch. Es ist viel fataler, einen falschen Stop zu setzen, als gar keinen zu setzen. Das ist die Botschaft. Aber ich warne davor, ohne Stop zu arbeiten. Das muss ganz klar nochmal betont sein. Aber es ist viel schlimmer, weil das, was ja die Aussage dort ist, auf ganz vielen Events, wie gesagt, von ganz vielen Tradern, das suggeriert ja, ah ja, ich muss einfach irgendeinen Stop setzen und dann werde ich schon irgendwie Geld verdienen. Und genau das ist falsch. Es ist viel, viel schlimmer, einen falschen Stop zu setzen, bei dem ich serienweise ausgestoppt werde, als gar keinen Stop zu setzen. Dieses gar keinen Stop kann natürlich irgendwann mal dazu führen und wird wahrscheinlich irgendwann dazu führen, dass ein einzelner Trade mich killen könnte. Aber wenn man eine langfristige Betrachtung macht, wird man feststellen, es ist das Fatalste, den falschen Stop zu setzen. Einen zu engen Stop, dem Markt keinen Spielraum zu geben. Es ist viel, viel schlimmer, oft mit wenig ausgestoppt zu werden, als wenn es ab und zu mal voller Kanne gegen einläuft. Aber es ist natürlich René? Mensch, ja. Sorry, ich muss kurz unterbrechen, weil hier kam gerade eine Frage rein, die ich selber sehr interessant finde. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Markt, wo du den Stop, nehmen wir einfach mal den DAX, ist jetzt egal, mal 100 Punkte wegsetzt als Beispiel. Und du gehst jetzt mit einem Kontrakt long. Jetzt ist die Frage, oder fragt der Erik hier, ob das Sinn machen könnte, dass du jetzt zum Beispiel mit einem Kontrakt long gehst und sollte der DAX dann entgegen deiner Erwartungen doch fallen in Richtung des Stops, als Beispiel, du hast den Stop bei 100 Punkten, wir fallen 90 Punkte. Macht das Sinn, dann nochmal ein oder zwei Kontrakte dazu zu kaufen, zu sagen, ich versuche das Ganze zu verbilligen, habe aber trotzdem einen engen Stopp dann drin. Und wenn es direkt für mich läuft, bin ich ja zumindest mit einem Kontrakt dabei. Also ich mache es persönlich nicht, weil es irgendwie nicht meiner Mentalität entspricht. Aber wir haben auch schon, oder wir haben es ja auch schon in der Million-Dollar-Challenge teilweise solche Situationen gehabt, wo wir dann auch irgendwie nah am Stop waren und dann haben wir eine Position reingenommen. Man muss es für sich ausloten. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ja, einfach machen. Es kann natürlich, klar, es kann Sinn machen, aber also es macht, sagen wir mal so, es klingt theoretisch sinnvoll. Was man aber auch wissen muss, was man aber auch sehen muss.
Also gerade wenn wir haben häufig zum Beispiel nutze ich solche Grafiken, solche Gewinn- und Verlustverteilungsgrafiken und beziehungsweise das Gleiche kann ich machen mit Buchverlust gegen End-of-Day-Profit. Und was man da sieht, und deshalb würde ich das auf jeden Fall sehr kritisch auf den Prüfstand stellen, diese Idee. Also sie ist nachvollziehbar, aber was ich eben häufig gesehen habe, ist, die Trades, die wirklich gut sind, die laufen sehr, sehr zügig an und haben gar keine großen Buchverluste. Unser Gehirn denkt natürlich, okay, jetzt komme ich ja irgendwie 90 Punkte günstiger nochmal rein, habe nur noch 10 Punkte Risiko, jetzt nehme ich nochmal irgendwie 5 Kontrakte rein. Meiner Erfahrung nach jedenfalls ist es so, dass die Trades, die sehr, sehr weit gegen einen laufen, dass die auch nicht mehr allzu doll werden. Das bedeutet, an dem Punkt habe ich ein sehr hohes Risiko dafür, dass die hinzugenommenen Kontrakte dann auch in den Stop laufen. Also die wirklich guten Trades, die auch weit für einen laufen, wo es auch Sinn macht, oder wo es Sinn machen würde, zuzukaufen, das sind diejenigen, die kaum in den Verlust laufen. Und deshalb würde ich das aus der persönlichen Erfahrung bei den Systemen, die ich trade, würde ich es deshalb nicht machen, weil ich einfach sehe, also ich kenne diesen Gedanken, ich hatte den auch früher, er ist nachvollziehbar, aber die wirklich guten Trades, da läuft es nicht weit gegen ein. Und da, wo es weit gegen ein läuft, ist man sehr, sehr gefährdet, dass man ausgestoppt wird. Also müsste man aber für seine eigenen Situationen ausloten, ist immer auch ein bisschen unterschiedlich, oder es kommt darauf an, was man dahinter hat. Bei einem saisonalen Trade, wir machen ja immer den Platin-Trade zum Beispiel Ende des Jahres, da ist es zum Beispiel so, da würde ich sowas vielleicht schon eher machen, weil da steckt ein sehr starker fundamentaler Grund dahinter. Aber wenn ich jetzt ein technisches Setup habe, also ein Ausbruchssetup, wo ich sage, okay, es gibt einen Ausbruch aus einer Eröffnungsrange heraus, dann ist das ja eine rein technische Geschichte. Das heißt, ich würfle quasi in dem Fall, ob der erste Ausbruch aus der Range auch tatsächlich den Trend bringt. Manchmal wird es natürlich nicht so sein, da läuft es gegen einen. Da steckt ja jetzt nicht irgendwie etwas dahinter, wo man sagen kann, ja gut, es gibt Nachfrage und deshalb kommt das schon in diese Richtung. Also bei etwas, wo wirklich fundamental was Starkes dahinter steht, würde ich es eher machen oder würde ich diesen Gedanken eher zulassen. Bei so einer Geschichte wie hier würde ich es persönlich nicht machen. Aber ich glaube, da kann ganz hilfreich sein, wenn man sich einfach ein Demokonto nimmt und sowas einfach mal durchspielt, weil ganz viele Sachen kann man natürlich theoretisch diskutieren und man kann anderen um Rat fragen, aber im Endeffekt muss man es dann für sich und für sein Setup ausloten, weil die Frage ist insofern hypothetisch, als man natürlich gar nicht weiß, also wir wissen gar nicht, über welche fundamentale Triebkraft wir sprechen. Also das eine kann völlig gewürfelt sein, da macht es überhaupt keinen Sinn, natürlich dann irgendwie nochmal zuzukaufen, und das andere kann ein sehr starker Effekt sein, wo man sagt, okay, da mache ich das. Aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt, und da würde ich dazu raten, sich das auch anzuschauen erstmal, bevor man solche Schritte macht, dass die Trades, die wirklich gut sind, sehr schnell und eigentlich fast nur für einen laufen, dass die ganz geringe Ausschläge gegen einen haben. Da schickt uns das Gehirn, und das ist eigentlich das Spannende am Trading, auch das Gehirn suggeriert uns geringe Risiken, da, wo die Risiken eigentlich sehr, sehr groß sind. Das finde ich sehr spannend an diesem ganzen Börsenhandel, weil wir dann immer denken, wir denken natürlich in unseren Dimensionen und sagt, okay, jetzt habe ich hier aber nur noch ein geringes Risiko für die anderen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausgestoppt werde, ist einfach ungleich höher. Und deshalb würde ich es persönlich nicht machen, aber für den Teilnehmer selbst, ich würde es durchtesten auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, da der beste Weg. Also, ganz wichtig, um es nochmal zusammenzufassen zum Abschluss, was Stops angeht, aber natürlich auch alles andere, aber gerade bei Stops ist überhaupt kein Platz für Willkür, und ein falsch gesetzter Stop zu eng, aber auch zu weit. Zu weit, wie gesagt, da kann die Rechnung auch nicht aufgehen. Wenn ich zulasse, dass ein einzelner Trade mir die Performance von, keine Ahnung, von 100 anderen Trades oder von 200 anderen Trades killt, dann komme ich auch nicht voran. Das heißt, das darf ich auf der einen Seite auch nicht zulassen. Ich darf aber auch nicht Trades, die dann wieder laufen würden. Diesen Satz habe ich so häufig gehört. Und wahrscheinlich hat ihn jeder schon gesagt. Und jeder hat sich schon gedacht. War bei mir nicht anders. Aber den Satz, den ich am meisten gehört habe, ist, ich habe immer so ein Pech mit den Stops. Immer wenn ich ausgestoppt werde, fängt es danach an zu laufen. Und die Leute, die mir das gesagt haben, die haben fast nie erkannt, oder denen war fast nie bewusst, dass sie eigentlich schon die Lösung des Problems direkt auf dem Tablett liegen haben. Nämlich, sie müssen den Stop versetzen. Also wenn ich merke,
immer wieder, wenn ich ausgestoppt werde, fängt es danach an zu laufen. Dann bedeutet das einfach nur, ich liege im Schwankungsbereich, im natürlichen Schwankungsbereich. Der Basiseffekt, den ich nutze, ist gut, der ist stark genug, aber ich werde immer blöd ausgestoppt, weil ich einfach zu nah dran bin. Also muss der Stop weiter weg. Aber diese Transferleistung kriegt man wahrscheinlich, wenn man involviert ist, kriegt man da nicht hin. Aber das ist ganz, ganz häufig der Fall gewesen. Wichtige Botschaft soll hier also heute sein: willkürliche Stops kann gar nicht funktionieren. Temporär ja, aber das ist einfach nur Glück. Gar keine Stops ist auch keine Alternative, weil die Kapitaldecke zu gering ist. Da müsste man riesige Summen haben, die hat keiner. Selbst wenn man 1 Million hat, ist das keine Kapitaldecke, wo man sagen kann, okay, ich arbeite ohne Stops. Wie gesagt, mit sehr, sehr kleinen Einsätzen, aber dann ist auch die Rendite, die man dann erwirtschaftet, natürlich lachhaft. Und wenn man dann irgendwie mit 0,1% Rendite pro Jahr rausgeht, ist ja auch ein Witz. Also von daher, arbeiten ohne Stop ist keine Option, aber es wäre weit weniger schlecht mit oder ohne Stop zu arbeiten als mit einem falschen Stop. Das ist eine ganz entscheidende Botschaft, und das kann jeder, wie gesagt, durchtesten. Testet es, glaubt es mir nicht, sondern nutzt es als Denkanregung bzw. als Anregung, um mal zu untersuchen, wie wären eure Trades gelaufen für irgendein System, was ihr tradet, vielleicht ein eigenes System. Wie wäre das gelaufen, wenn ihr den Stop komplett rausgenommen hättet? Wie wäre es gelaufen, wenn ihr den Stop weiter weggesetzt hättet? Wie wäre es gelaufen, wenn ihr den enger gesetzt hättet? Da werden interessante Sachen rauskommen. Und das ist wichtig. Wir haben immer wieder das Problem im Trading, dass wir mit Angst zu tun haben. Angst, etwas zu verpassen, Angst, zu viel zu verlieren, Angst, Gewinne wieder abzugeben. Die Angst vor großen Verlusten ist eine der starken Ängste im Trading. Und diese Angst, der begegne ich, indem ich schon mal durchgängig Setups handle, die irgendeinen fundamentalen Basiseffekt habe, den ich zumindest ansatzweise ganz gut erklären kann. Das heißt, ich kann davon ausgehen, das wird auf Dauer funktionieren, das bringt mir einen Vorteil, ich muss es nur lange genug durchhandeln. Und wenn ich das dann noch als Bündel mache, das heißt, ich habe jetzt nicht nur einen Markt und eine Konstellation, die ich nutze, weil die kann ja auch mal weg sein, sondern ich habe mehrere Setups, mehrere Strategien, und die haben alle einen Vorteil. Dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt irgendwie 10, 12, 15 Setups alle auf einmal nicht mehr funktionieren. Dass ein oder zwei vielleicht sich abschwächen, das kann und wird passieren, aber ein Bündel an Strategien, da ist das extrem unwahrscheinlich. Und deshalb ist es wichtig, dass man dort schon mal als ersten Schritt etwas nutzt, was auch einen statistischen Vorteil hat. Was auch ganz faszinierend ist oder was wichtig ist, man muss sich bewusst machen, das, was uns Angst macht, nämlich die großen Verluste. Jeder hat ja Angst, ah, wenn ich ausgestoppt werde. Immer wieder erzählen mir auch Leute bei so einem Setup, wie jetzt hier bei diesem 26-Punkte-Stop-Setup. Schaut es euch an. Diese Strategie arbeitet mit 26 Punkten als Stop. Das heißt, wenn ich verliere, sind 26 Punkte weg. Aber jetzt guckt euch mal an, wie oft passiert das. Aber ein Ausstopper, also oder ähnlich wie ein Knockout, wenn man jetzt ein Hebelzertifikat handelt, ist für die Leute immer eine Katastrophe. Es passiert aber vergleichsweise selten, aber es wird vorkommen, klar. Aber jetzt schaut euch an, wie oft läuft man jetzt hier in einen 26-Punkte-Stop rein. Könnt ihr Pi mal Daumen ausloten, dass es hier zweimal passiert, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal, siebtes, achtes, neuntes, zehntes, elftes, zwölftes Mal. 12 Mal von 1200 Trades oder von 1000, fast 1300 Trades. 12 Mal. Also super selten, aber der Ausstopper an sich ist für uns das Schlimmste überhaupt, und wir richten dann unser ganzes Handeln, richten wir darauf aus, nicht so einen großen Verlust, also nicht diesen Ausstopper, der uns auf einen Schlag 26 Punkte wegnimmt. Das sind 1300 Dollar. Man möchte nicht 1300 Dollar auf einen Schlag verlieren, deshalb setzt man enge Stops und verliert aber garantiert viel, viel öfter und in Summe viel, viel mehr und macht sich ein ganzes System kaputt. Also das, was uns Angst macht, ist häufig irrational. Also diese Angst ist irrational, und es ist unbegründet. Wenn ich jetzt sehe, hier bei 1200 oder 1300 Trades werde ich 12, 13 Mal ausgestoppt. Das heißt, dieser Katastrophenfall, also für viele vielleicht Katastrophenfall, für mich nicht, der tritt ja sowieso ultra selten ein. Aber man selbst hat irgendwie so den Drang, alles diesem
Sonderfall unterzuordnen. Das ist mir noch sehr, sehr geläufig oder das ist mir noch sehr, sehr präsent aus der Zeit des neuen Marktes damals. Irgendwann ging das los, dass dann Aktien sich über Nacht um 90% oder komplett in Luft aufgelöst haben, 90% im Wert gefallen sind oder komplett wertlos geworden sind. Und dann hatten einige das Fazit gezogen, keine Position mehr über Nacht zu halten. Und das ist natürlich Irrsinn. Erstens, über Nacht macht man sehr, sehr viele Gewinne. Also das ist einfach so. Wenn ich drin bin, der Markt hat viel öfter einen Preisversatz für mich als gegen mich, wenn ich, also wenn ich ein System trade. Aber dass jetzt eine Aktie über Nacht wertlos wird, natürlich ist es damals komprimiert aufgetreten. Da war eine Krise, die Dotcom-Blase ist geplatzt. Das ist natürlich öfter passiert. Aber ich muss ja eine langfristige Betrachtung machen und ich muss vor allem sie bezogen auf die Gesamtheit des Marktes machen. Und wenn da jetzt, sagen wir mal, innerhalb von 2 Jahren 100 Aktien wertlos geworden sind oder lass es mal 500 Aktien sein, von Hunderttausenden oder von Millionen von Aktien, dann ist das doch vergleichsweise gering. Aber damals haben die Leute sich den eigentlichen Gewinnvorteil, nämlich ich bin investiert und auf Dauer werde ich viel mehr verdienen damit, dass ich über Nacht investiert bin, als ich verlieren werde mit den einzelnen Fällen, haben sich damit die ganzen Gewinnvorteile kaputt gemacht. Also, ganz wesentlich ist, jeder Markt hat ein Rauschen, also eine natürliche Schwankungsbreite. Wir müssen gucken, dass der Stop außerhalb dieser natürlichen Schwankungsbreite liegt. Deshalb ist es schon mal eine erste Orientierungshilfe. Entweder man nimmt den ATR, wenn man das Ganze bei sich verbessern möchte, ohne dass man jetzt vielleicht irgendwie Hilfe hat in Form von fertigen Systemen, die jemand tradet. Und die andere Variante ist, dass ich zumindest mal weiß, was ist die durchschnittliche Schwankungsbreite. Ich bin mir sehr sicher, dass viele zum Beispiel im DAX traden und nicht wissen, was ist die durchschnittliche Tagesschwankung auf lange Sicht. Durchschnittliche Tagesschwankung im DAX ist, jetzt nagelt mich nicht auf die einzelnen Punkte fest, aber irgendwas so 122, 125 Punkte, war lange Zeit bei 115 Punkten. Aber wir haben jetzt natürlich dadurch, dass der Markt auch längere Zeit schon auf einem relativ hohen Niveau ist, haben wir 125 Punkte, glaube ich, bei Betrachtungen von 20, 30 Jahren. Also, wie gesagt, müsste man jetzt genau nachschauen, aber ungefähr, das ist die Größenordnung. Zumindest muss ich ungefähr wissen, also wenn ich weiß, ja, irgendwas so zwischen, um die 120 Punkte, ob es jetzt 5 Punkte mehr sind oder 5 Punkte weniger, aber ich muss es wissen. Für den S&P muss ich wissen, so 13, 14 Punkte, 12, 13, 14 Punkte, das ist die langfristige Durchschnittsschwankung. Und dann kann ich ja schon, kann ich sagen, okay, komm, das anderthalbfache der Durchschnittsschwankung und damit werde ich schon mal nicht so falsch liegen. Das ist natürlich immer noch nicht so, wie man es eigentlich machen muss, aber es ist weit besser, als das irgendwie zu würfeln. Und das macht man aber häufig. Und da wird einfach sehr viel falsch gemacht. Und ich hoffe, dass das mal so ein bisschen eine Denkanregung war für euch, dass ihr da einfach auch mal so ein bisschen euch anschaut, wie läuft das bei euch. Vielleicht ist da Optimierungsbedarf oder die Möglichkeit einer Optimierung. Ihr habt auch gesehen, wie wir das machen. Wie gesagt, das ist bei weitem nicht perfekt, weil wir werden auch phasenweise mit den Systemen Geld verlieren. Das passiert. Nee, jetzt kommt die nächste, bevor du zum letzten Slide kommst, kommen noch mal 2 Fragen zum gleichen Thema. Kannst du vielleicht kurz beantworten, und zwar, ob du die Stops auf Einstand nachziehst nach einer gewissen Zeit, wenn es für dich läuft. Nee, überhaupt nicht. Also, weil dann hat man genau das Problem. Diesen Einstand, den ich habe, der ist ja völlig zufällig. Also, das heißt, der hat ja für den Markt zum Beispiel das Vortageshoch oder das Vortagestief, das kennt ja der Markt. Also, beziehungsweise Marktteilnehmer beachten das ja. Also, das sind Marken, an denen ja auch wirklich gehandelt wird. Aber den Stop auf Einstand nachzuziehen, das heißt, ich laufe quasi wieder in die Richtung des Rauschens, weil jeder Markt wird mal Rücksetzer haben. Ich mag es nicht. Ich kenne Trader, die das machen, oder ich kenne viele, die das machen. Ich will nicht pauschal sagen, dass es Quatsch ist, aber auch das einfach mal ausprobieren und mal gucken, wie oft man ausgestoppt wird mit einem Rücklauf an den Einstand. Also das kommt immer darauf an, was man für ein System handelt. Wir haben auch bei Optimierung von Systemen, haben wir in ein, zwei Fällen tatsächlich kam raus. Also gerade wenn es Systeme sind, wo man nur so kurze Schübe, also wo die Bewegungen dann abbrechen, dann macht das schon, dann ist das schon sinnvoll. Solche Systeme möchte ich aber gar nicht traden. Also ich spare die aus. Also wenn man jetzt etwas hat, was nur einen sehr kurzfristigen Effekt hat, irgendwo man sagen kann, okay, das zieht dann häufig mal so ein paar Ticks in eine Richtung, dann kann man das machen. Ich persönlich mache es nicht, weil die Systematiken, die ich
Trader, also gerade Intraday, ich ziele darauf ab, große Intraday-Trends mitzunehmen und da wäre das ein Performance-Killer. Aber auch da kann man es nicht pauschal sagen, es kommt immer darauf an, was für ein System jemand tradet. Aber insgesamt, also wenn man jetzt von dem ganzen Universum an Möglichkeiten, die es gibt und von all dem, was ich auch schon mal gesehen habe, ist es eher öfter ein Performance-Killer, als dass es etwas bringt. Aber wenn man jetzt das, also je mehr ein System, sagen wir es mal so, je geringer der statistische Vorteil und die fundamentale Basislogik ist, die dahinter steht, je mehr es am Zufall oder je größer der Faktor Zufall ist in einer Herangehensweise, desto mehr macht es Sinn. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da eigentlich keinen Vorteil, ich trade ein technisches Setup, irgendwie Rücklauf an gleitenden Durchschnitt, das hat zum Beispiel keinen statistischen Vorteil. Es gibt keine Banken, die jetzt sagen, immer am gleitenden Durchschnitt kaufen wir oder keine Ahnung was. Es gibt auch keine fundamentale Logik dahinter. Bei so etwas macht es schon, ist es wahrscheinlich sinnvoll. Für mich kommt es gar nicht in die Tüte, weil ich sowas nicht handeln würde. Also weil ich versuche, Sachen zu handeln, die einen fundamentalen Basiseffekt haben. Aber es würde wahrscheinlich da Sinn machen, wo wirklich kein großer Effekt ist dahinter, sondern wo man jetzt einfach sagt, okay, ich gehe mal rein, ich habe da irgendwie eine Intuition oder der Trend ist aufwärts gerichtet. Da macht das wahrscheinlich Sinn, weil einfach der statistische Erwartungswert zu sehr an der Null ist, also zu sehr am Zufall dran ist. So, noch eine Frage oder war es das? Nee, das war's. Die restlichen habe ich hier im Chat beantwortet. Alles klar. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen Anregung geben durfte. Nochmals, das heißt nicht, dass ich Stops perfekt setze. Perfekt würde bedeuten, ich werde nie ausgestoppt. Ich werde oft ausgestoppt. Also, was heißt oft? Ich werde regelmäßig ausgestoppt. Aber es geht darum, wie hat man eine Chance in diesem Geschäft? Und erinnert euch bitte an das Beispiel mit den Großbanken. Die investieren Milliarden in Research, in Techniken, in Algos, in fähige Leute, in gute Trader. Und dann kommen wir kleinen Wichte an und sagen, ja, ich habe da irgendwie einen Stop mal reingesetzt und ich setze jetzt das Gewinnziel beim Dreifachen an und glauben, damit könnten wir Geld verdienen. Also stellt euch einfach dieses Bild vor und fragt euch ernsthaft, ob das realistisch ist, dass das sein kann. Dass irgendeiner, der gar nichts weiß, der nicht weiß, welche Faktoren, fundamentalen Faktoren wirken auf den Goldpreis? Was wirkt sich auf Rohöl aus? Oder auf welche Märkte wirkt sich der Rohölpreis aus? Jemand, der all das nicht weiß und einfach nur irgendwo bei einem Vortrag, beim Börsentag in, keine Ahnung, in Buxtehude, von irgendeinem Referenten, den auch keine Sau kennt, gehört hat, ja, immer einen Stop setzen und immer CRV 3 zu 1. Glaubt ihr ernsthaft, dass man damit diejenigen, die Milliarden in Research reinbuttern und die Milliarden auch bewegen am Markt, dass man die schlagen kann mit so einer Vorgehensweise. Nie im Leben. Es geht auch gar nicht darum, die zu schlagen, aber gegen die eine Chance zu haben, beziehungsweise irgendwo eine Nische zu finden. Nie im Leben mit dieser Vorgehensweise. Deshalb, da ist ein wesentlicher Punkt, wo man ansetzen kann für sein Trading und ansetzen sollte. Und mein Trading hat sich zum Beispiel drastisch verbessert. Das kann ich vielleicht abschließend auch sagen. Es hat sich drastisch verbessert und stabilisiert. Das bedeutet nicht, dass ich in jeder Marktphase Geld verdiene. Ich habe auch Phasen, habe ich auch schon oft angesprochen. Auch mal eine Phase, wo ich mal ein Jahr lang, 2 Jahre lang nicht vorangekommen bin. Das passiert einmal in der Dekade. Hatte ich jetzt auch mal so eine Phase. Aber das bedeutet, mir passiert so etwas, dass ein Konto wieder völlig zusammenfällt, passiert mir dadurch nicht, weil ich einfach gut überlebe und diese schlechten Phasen sehr, sehr milde ausfallen. Also mein Trading hat sich drastisch verbessert, dadurch, dass ich wirklich auch dann irgendwann mal durch statistische Auswertung und durch ein Bewusstsein dafür, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann, dass ich dann auch wirklich sinnvolle Stops gesetzt habe, statistisch basierte Stops. Und deshalb, das ist ein wesentlicher Punkt, wo ihr ansetzen könnt, wenn ihr bei euch Bedarf merkt im Trading und das muss aber dann natürlich eine runde Sache sein. Entweder man macht es selbst, dann ist es sehr viel Arbeit oder man gibt es eben ab. Wir haben hier für diejenigen, die bei uns in der Ausbildung sind oder waren, haben wir den Research-Bereich jetzt nochmal auch, das geht so ein bisschen in diese Richtung, weil da sind auch gibt es immer noch welche, die so ein bisschen umsetzungsunsicher sind, weil sie sich
bei manchen Sachen nicht trauen, ein bisschen unschlüssig sind. Da haben wir jetzt eine Erweiterung, eine kostenlose Erweiterung dazu genommen. Wir haben jetzt hier hinzugenommen, dass ich die Trades, die ich mache in meinem privaten Account, also die ganzen Systeme, die ich trade, die ich aber auch temporär aussetze, weil eben jedes System mal gewinnt, mal verliert, da teile ich dann entsprechend mit. Also über einen quasi Signal- und Equity-Service haben wir das als Erweiterung und als Unterstützung für unsere Kunden hinzugenommen. Dass die ganzen Signale übermittelt werden, wann pausiere ich eine Strategie, wann aktiviere ich sie wieder. Wir werden mehrere Videos im Monat machen, das wird natürlich immer auch ein bisschen nach Bedarf laufen, mit den Forecasts, also worauf ist jetzt zu achten, weil da ist es auch so, wir haben im Research-Bereich die Forecasts bereitgestellt, aber ich weiß, wie wir Trader sind. Ich habe es mir anders angeeignet mit der Zeit, aber ich weiß auch, dass viele da einmal drauf gucken und dann irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und sagt dann irgendwann 2 Monate später, ach, da wäre ja ein Signal gewesen, habe ich ganz verpasst. Also das ist der Grund, warum wir das auf vielfachen Wunsch jetzt hinzugenommen haben und für den kurzen Kommunikationsweg haben wir eine Skype-Gruppe, die wir einrichten. Da bin ich dann sehr schnell erreichbar, weil es natürlich einfach auch so ist. Jeder von euch, der das ernsthaft und sehr regelmäßig betreibt, das Trading, wird das wissen. Also wenn ich handle, gucke ich nicht auf E-Mails. In der Handelszeit lese ich keine E-Mails und schaue da, was da reinflattert. Aus dem Grund ist so eine Skype-Gruppe eine gute Sache, weil da ist auch kein anderes, da ist keine Werbung dazwischen, irgendwie, die man wegklicken muss oder dergleichen, sondern es ist ein kurzer Kommunikationsweg und deshalb haben wir das hinzugenommen und hoffen, dass wir damit die Trader, die im Research-Bereich angemeldet sind, auch ja, nochmal ihnen ein Feature, eine kostenlose Erweiterung bieten. Und wir haben jetzt natürlich auch an Ostern eine Aktion für diejenigen, die da Bedarf hatten und sich das gewünscht haben. Da gibt es 40% Rabatt auf den eigentlichen Preis von 849 Euro. Man zahlt also nur 509,4 Euro. Wer da Bedarf hatte und diesen Wunsch geäußert hat, der kann das jetzt gerne nutzen. Wir haben diese Erweiterung hinzugenommen. Diejenigen, die schon angemeldet sind, haben eben dann ein weiteres Feature dazu bekommen. Kostet nichts extra, sondern bleibt alles so wie gehabt. Und ja, dann bleibt mir nur, euch noch einen schönen Ostersonntag und einen ebenso schönen Ostermontag zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Sorry dafür, dass ich eine halbe Stunde überzogen habe, aber ich glaube, an dem Punkt war es einfach wichtig, ein bisschen weiter auszuholen. Wir werden beim nächsten Mal wieder versuchen, ich verspreche es, oder ich werde versuchen, der Ingmar war ja relativ pünktlich, ich werde versuchen, dass wir dann wieder pünktlich fertig werden, damit eure Sonntage nicht dann irgendwie unkontrolliert nach hinten gestretched werden. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen was gebracht hat, diese Ausführung. Nochmals vielen Dank. Webinar wurde aufgezeichnet, werden wir online stellen auf unserem YouTube-Kanal. Falls ihr da noch nicht angemeldet seid, könnt ihr euch gerne anmelden. Und dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden, euch eine erfolgreiche Woche zu wünschen und noch ein paar schöne Stunden mit euren Liebsten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. René, Ja. jetzt bist du sehr schnell durchgegangen am Schluss. Ich kam jetzt doch noch Fragen rein, bevor wir jetzt komplett Schluss machen. Und zwar nur ganz kurz, weil du gesagt hattest, wir haben für die Kunden der Ausbildung sozusagen dieses angeboten, jetzt dieses Signal- und Equity-Service. Da kam jetzt die Frage rein, wenn man jetzt die Ausbildung nicht absolviert hat, ob man das trotzdem buchen kann, beziehungsweise ob das auch Sinn macht oder ob man unbedingt die Ausbildung vorher machen muss. Nee, also die Anregung kam ja aus dem Lager derjenigen, die die Ausbildung gemacht haben. Man kann das natürlich auch so buchen. Also es sind natürlich dann die Trades. Grundsätzlich ist es schon empfehlenswert, dass man natürlich, also ich kann nicht in den Einzelnen reinschauen. Die Erfahrung zeigt einfach, dass es natürlich schon irgendwann wird es ja Phasen geben, in denen auch mal ein paar Verlusttrades in Serie kommen. Und da ist es dann schon einfacher, das umzusetzen oder das weiterhin zu verfolgen und konsequent zu verfolgen, wenn man versteht, was dahinter steckt. Aber man kann das auch so natürlich buchen, weil das ist ja nur ein Element im Research-Bereich. Und was dann der Einzelne daraus macht, das ist ja für viele. Viele brauchen auch einfach mal so ein bisschen eine Anregung. Was könnte man jetzt machen? Aha, im britischen Funk Long oder Short. Und dann machen sie ihr eigenes Ding. Also das kann natürlich auch für diejenigen einen Nutzen stiften. Muss jeder für sich natürlich selbst wissen. Wir haben ja im Research-Bereich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die sehr hilfreich sind. Also das ist nicht nur exklusiv für diejenigen, die die Ausbildung hatten, aber es kam natürlich exklusiv oder extrem der Wunsch aus diesem Lager, weil es da halt diesen Bedarf gab. Aber
kann man auch so natürlich nutzen, weil wie gesagt, der Research-Bereich ist ja da sehr, sehr breit aufgestellt. Okay, klasse. Super. Dann würde ich sagen, auch mit fast 40 Minuten Überziehung machen wir dann jetzt Schluss. Auch von meiner Seite natürlich frohe Ostern noch an alle Teilnehmer, die jetzt noch immer noch dabei sind. Vielen Dank für das Interesse. Hat mich wirklich oder uns riesig gefreut, dass trotz Ostern so viele Teilnehmer dabei waren, weil das natürlich immer die Frage ist, macht man es an Feiertagen oder macht man es nicht? Das bestärkt uns darin, dass es gut ist, auch an solchen Tagen das Trading Insights anzubieten. Von daher vielen Dank. Machen Sie es gut. Vielen Spaß noch mit Ihrer Familie. Guten Appetit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.